Gut, dass du dich entschieden hast, dich unserem Kampf anzuschließen. Wir werden nicht eher ruhen, bis die Rabenmark befreit ist und jeder einzelne dieser kranken Nekromanten seine Strafe erhalten hat. Aber vergiss nicht, wir gehen in die Schwarzen Lande. Das ist kein Zuckerschlecken. Da gibt's Bäume, die fressen deine Pferde auf. Und wenn du nicht aufpasst, noch mehr. Da gibt's wandelnde Riesenskelette und untote Drachen und was weiß ich noch alles für krankes Zeug. Außerdem sind deine Reisegefährten nicht ohne. Wir sind im Stress und am Rande des Kollaps. Wir sagen und tun Sachen, die dich bedrücken könnten. Es ist Krieg, weißt du? Wenn dir das zu viel ist, dreh lieber um und such dir ein hübsches Mädchen oder einen netten Jungen. Trink einen Schluck Wein und lass uns machen. Wir können dich brauchen. Aber dass es dir gut geht, ist uns wichtiger. Jandrik, wo bleibst du denn? Ja, ich bin schon auf dem Weg, Mora. Wir sehen uns, Freund. Ja, huhu, hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute wieder das Schwarze Auge mit Nicht-Schwarze Auge-Regeln. wir spielen immer noch die Splitterdämmerung, Träume von Tod, das heißt das Abenteuer. Und heute mit dabei ist die Sierra als Mora, die Schmugglerin. Hallo, schönen guten Abend. Und Elanor als Ilena die Amazone. Muted. Rondra zum Gruße. Guten Abend. Und der Kakko ist Osko, der Perainen-Novize. Perainen zum Gruße. Und dann haben wir noch den Marot, der spielt Jandrik in Golgariten. Nicht geweiht. Ja. Hi, schön, dass ihr da seid. Ja, Ozzy fehlt uns heute leider. Das heißt, wir müssen ohne Astanio-Action auskommen. Ozzy ist im Urlaub, es sei ihm schwer gegönnt. Wenn ihr auf dem Koala-Discord seid, könnt ihr auch schöne Bilder schon sehen. Wie hat er gepostet irgendwie aus seinem Urlaub? Viel Freude, Ozzy, falls du das nachschaust. Ich hoffe, du hattest eine echt schöne Zeit. Und wir versuchen, deinen Ausfall zu kompensieren. Ja, beim letzten Mal haben wir erlebt, wie die Gruppe aus dem Anwesen des finsteren Gesellen Schwarzbach herausgekommen ist, nachdem sie ihn ja getötet hatten, so Mora ihn getötet hat, und Astanio im Zusammenspiel mit Jandrik das ganze Anwesen in Flammen gesetzt hat und die ganzen Partygesellschaft, die sich dort aufgehalten hat, quasi dem Tode geweiht hinterlassen hat. Und dann seid ihr aus dem Anwesen geflohen, im Gepäck die Bürgermeisterin der Stadt, die ihr retten konntet. Und Osko hat die ganze Sache überhaupt nicht gefallen. Und der hatte einigen Klärungsbedarf und einige harsche Worte sind gefallen.
Und dann habt ihr euch aber trotzdem zusammengerauft und seid zurück in die Stadt, habt miterlebt, wie dort geschäftiges Treiben herrscht. Denn einerseits sind die Leute unterwegs, um das Feuer im Anwesen zu löschen. Und andererseits scheint die Drachengarde mobil gemacht worden zu sein und ist durch die Stadt gezogen und überall waren das Hufgetrappel der Drachengardisten und auf den Pferden zu hören. Und ihr habt euch versteckt in einer Scheune nahe eurer eigentlichen Behausung, einer Gaststätte und habt dort einige Leute kennengelernt und habt auch mit der Bürgermeisterin gequatscht. Und einen Deal ausgehandelt hat Astanio gemeinsam mit Osko. Und mal schauen, wo uns das hinbringt. Oder auch nicht. Beim letzten Mal hattet ihr auf jeden Fall Jandrik aus den Augen verloren. Da setzen wir auch gleich wieder an. Kleiner Disclaimer nochmal vorneweg, bevor ihr ich euch jetzt gleich hier reinlasse in das Spiel. Ihr könnt gerne den Chat benutzen, das freut mich immer. Ihr könnt auch gerne Clips erstellen, alles Mögliche, das wäre uns ganz nett, das finden wir immer gut. Und wenn wir gerade was schreibt, ich lese das alles, also wir lesen das meistens auch mit. Und wenn wir gleich so ein bisschen im Action sind, kann es aber sein, dass wir nicht unbedingt darauf reagieren können. Also seht uns das ein bisschen nach. Und genau. Nachschauen könnt ihr das dann später auf YouTube. So, und dann würde ich sagen, hat einer von euch noch was zu sagen? Auf jeden Fall hat irgendjemand sein Roll20-Blub-Geräusch an. Das wird mit übertragen gerade. Ich weiß nicht, wer es ist. War gut. Gut, dann Aufnahme. Recording in progress. Okay. Wir wenden den Blick noch einmal zurück auf das Anwesen von Schwarzbach. Die hohen Flammen schlagen aus dem Dach heraus, Schreie der Menschen, die in Flammen geraten sind durch Astanios Feuerball und durch die Brandbeschleuniger, die ihr angebracht habt, hallen noch in den Ohren der Leute wieder, die sich vom Anwesen wegbewegen. Jandrik hat einen anderen Ausgang genommen als alle anderen, zumindest hat er sich selbst in dem ganzen Getümmel verloren. Vielleicht wollte er das gar nicht, aber zumindest findest du dich irgendwann vor dem Anwesen auf einer Wiese wieder und hast die anderen erst einmal aus den Augen verloren. Hinter dir die große Flammenwand des Anwesens, einige brennende Leute, die hinter dir noch auf die Wiese herausstolpern und zusammenbrechen. Nach einiger Zeit. Ein Flammenmeer und eine qualvolle Szenerie, die sich da bietet. Ich denke, Jandrik wird entscheiden, dass es kein guter Platz ist, dieses Flammending jetzt hier zu begutachten, so nahe heran und vielleicht damit auch in Verbindung gebracht zu werden. Deswegen gehe ich mal stark davon aus, dass du dich versuchst, so schnell wie möglich von dem Anwesen zu entfernen. Welches Ziel könnte Jandrik denn verfolgen? Erster Blick gilt natürlich, ob er die anderen sehen kann, ob er Mora erblicken kann, ist sie sicher herausgekommen oder ist sie da noch drin? Aber so viel Vertrauen hat er in ihre Fähigkeiten. Von all seinen Gefährten glaubt er noch ihr am ehesten, dass sie einen Schlupfweg hinaus hat finden können. Die anderen werden auch sicher sein. Jandrik betrachtet das Flammenmeer rückwärtsgehend, weg von der Menge, weg von der Hitze. Aber er traut sich nicht wegzublicken, weil das
Das sind so viele Tote. Das sind so viele Opfer. Und für sie ist er mitverantwortlich. Es gehört dazu. Es ist der Krieg. Dafür ist er hergekommen. Aber Boron möge ihm verzeihen, wie rücksichtslos er doch geworden ist. Nicht alle da drin sind böse. Und mit diesem Gedanken im Herzen weiß Jandrik, dass er nicht sofort zurück kann, dass er sich reinigen muss, dass er nicht vor sie treten kann, so zynisch sie selbst auch sein möge, ohne sein Herz gereinigt zu haben. Nicht vor Astanio, nicht vor Elena und erst recht nicht vor dem heiligen Osko. Er muss sich wiederfinden. Irgendwie in diesem dunklen, verlorenen Land muss er sich wiederfinden. Zu was ist er bereit? Zu was wird er werden, wenn er so weitermacht? Getötet hat er heute und töten lassen. In die Dunkelheit zurück. Irgendwo an einen stillen Ort, in dem er meditieren und Gott finden kann, Boron finden kann. Vor dir liegen die Weinberge. Du bist auf der quasi falschen Seite des Anwesens herausgerannt, auf die Wiese vor dem Anwesen, auf so in Richtung der Berge, die sich nach oben, beziehungsweise auf der rechten Seite nach oben, auf der linken Seite nach unten einen Abhang hinab und hinauf ihren Weg bahnen. Es gibt keine falschen Seiten. Ein Zeichen Gottes. Die Berge sind es, die, in denen Boron ihn wissen will. Nur eine Weile. Eine Weile von den anderen, sie werden ohne ihn zurechtkommen. Und so läuft er los, den Hügel hinauf. Nach einem Ort suchen. Nach einem Ort, der Tod und Leben zugleich symbolisiert. Und in dem er kurz ruhen kann, zu Gedanken kommen kann, sich finden kann. Du rennst den Weinberg hinauf, der immer noch einen merkwürdigen Anblick bietet. Jetzt hier im Winter mit dem Schnee und dem Schneematsch auf dem Boden. Trotzdem die dicken Reben nur an den Sträuchern, an den Pflanzen. Als ob es Erntezeit wäre. Und so kraxelst du in der Kälte nach oben. Fühlst dich wahrscheinlich aber gar nicht kalt, weil das Feuer des Anwesens immer noch hoch lodert und immer noch etwas von der Hitze die Berge hinauf blickt. Oben angekommen, auf dem quasi Gipfel des Weinhügels, hast du einen guten Überblick über das Anwesen. Die Leute aus der Stadt haben angefangen, ein paar Wagen mit Wasserfässern den Weg hinaufzuschieben. Man kann das auf dem Weg genau sehen, dass viele Menschen aus der Stadt nun herauflaufen und bemüht sind, das Feuer zu löschen. Und wenn du einen scharfen Blick nach unten richtest, kannst du auch Osko, Mora, Elena und Astanio sehen, wie sie versuchen, abseits des ganzen, quasi gegen den gesamten Strom der Menschen wieder zurück in die Stadt zu gelangen und deswegen relativ auffällig sind. Ja, doch die Menschen, ich scheine sie zu ignorieren, sie haben nur einen Blick für das Flammenmeer. Jendrik blickt da herunter auf seine Freunde, er betrachtet sie. Ein Gedanke geht in seinem Kopf umher, ein einziger Gedanke geht in seinem Kopf umher und er betrachtet, wie Mora da läuft zwischen Osko und Elena und dann seufzt er und dreht sich um und tritt mit Wucht gegen die eine Rebe und ruft laut aus, verdammt, ich hätte sie nicht küssen sollen. Und dann blickt er wieder runter, aber da sieht er sie nicht mehr. Sie sind irgendwo in der Dunkelheit verschwunden und er schaut wieder zu den Flammen und dem Wasser. Flammen, Feuer und Wasser, Leben und Tod.
beides. Beides ist Leben und Tod. Es kommt nur darauf an, wie und wo und wann. Ich bin Leben. Ich bin Tod. Es kommt nur darauf an, wie und wo und wann. Und so sitzt er da und wartet. Zeit muss vergehen. Ein wenig. Verdammt. Meditierend setzt sich Jandrik auf den Hügel mit dem Blick auf das Flammenmeer, auf dem Blick auf die Straße, auf die Leute, die versuchen, das Feuer zu löschen. Und jetzt in den Ohren, neben dem Knistern des Feuers, auch die Glocken der Stadt, die laut den Hügel hinauf dröhnen. Und dann bemerkt er etwas, weil er auch vom Hügel aus die gute Übersicht hat, nicht nur auf das Anwesen, sondern auch runter auf die Stadt, dass dort aus dem Tor heraus einige Reiterscharen sich ihren Weg weg von Geisfeld bahnen. Schwer gerüstete und gepanzerte Reiter. Das ist diese Garde. Er betrachtet das, zählt so beiläufig. Es ist Instinkt, wie viele da reiten. Schwer zu erkennen durch den Rauch, der jetzt stärker geworden ist. Du kannst die Scharen ausmachen. Genau zu zählen wird eher ein Überschlagen sein. Ein paar Kohorten, mehrere Dutzend Reiter. In welche Richtung reiten sie? Von Geisfeld Richtung Osten. Richtung Westen, Entschuldigung. Ja, er registriert das. Doch dann versinkt er wieder in seinen eigenen Gedanken im Gebet zu Boron, dessen Dienst ihm immer schwerer fällt. Dessen Ziel ihm immer schwerer fällt, zu begreifen, hier in der Dunkelheit. Und er wartet, mindestens bis zum Sonnenaufgang, bis er das Leben sehen kann. Tief versunken in der Meditation, harrst du aus auf dem Hügel in der Nacht, bis eine Stimme dich aus der Meditation reißt, eine hohe, sehr eigenartig fernklingende Stimme. Nicht menschlich, aber auch unbekannt. Was machst du hier? Hendrik reißt die Augen auf, verharrt erstmal, die Hand wandert ganz langsam zum Schwert. Er bewegt sich erstmal nicht, versucht die Situation einzuschätzen, rechts, links. Von wo kommt die Stimme genau her? Von rechts neben dir. Der Kopf bewegt sich langsam in die Richtung. Wenn du die Augen aus der Meditation öffnest und deinen Kopf langsam in die Richtung bewegst und die Augen aufschlägst und mit der Erwartung dort eine Gestalt zu sehen, wirst du erst einmal enttäuscht im ersten Blick, denn dein Blick geht einfach nur auf den Rebenstock, der neben dir wächst. Und dann schaust du weiter und siehst eine kleine gräuliche Gestalt neben dem Rebenstock auf dem Boden auf einem kleinen Stein sitzen. So klein, dass er auf diesem Kieselstein eher mit den Beinen nicht einmal den Boden berührt. Die Beine baumeln vor sich hin und er grinst dich mit einem sehr breiten Grinsen an, was ihm fast bis zu den Ohren reicht, die äußerst sehr spitz sind. Hendrik kneift die Augen zusammen, um das Geschöpf genauer sehen zu können. In der Dunkelheit ist das ja auch gar nicht so leicht. Beugt sich ein bisschen runter. Was bist du denn bist für du einer? Taub? Ich höre dich gut, kleiner Mann. Verstehst du nicht, was ich sage? Ich verstehe dich sehr wohl. Was machst du hier? Was machst du denn hier? Es ist mein Stein. Jetzt nicht mehr, jetzt ist es mein Stein.
Nein, es ist mein Stein. Offensichtlich sitze ich hier. Ich ja, auch. Wenn ich drauf sitze, ist es meins. Ich mache dir einen Vorschlag. Es ist doch genug Platz für uns beide hier. Auf dem Stein ist nur Platz genug für mich. Dann bleibst du auf deinem Stein und ich auf meinem Stein. Was hältst du davon? Wie heißt du? Ich. Jantrik. Und du? Krickvoll. Trickvoll? Krickvoll. Krickvoll. Ein sonderbarer Name. Ja, lass ich durchgehen. Und du wohnst hier? Hier, auf diesem Stein da. Nein. Was bist du? Eine Fee? Ich bin Krickvoll. Und was bist du? Ein Mensch, glaube ich. Dann warst bestimmt du das da unten. Was? Das Heiße. Nicht so ganz. Aber ich weiß, wer es war. Sieht schön aus. So hell. Ja. Aber komm nicht zu nah ran, das ist gefährlich. Ich weiß. Heiß. Ja, heiß. Muss man pusten, damit es ein bisschen kälter wird. Tatsächlich bringt das nichts. Wenn du zu arg pustet, wird es heißer. Das ist das Problem mit Feuer. Feuer macht Aua. Ja, aber Feuer ist doch gut. Wofür? Für alle möglichen Dinge, zum Kochen zum Beispiel. Das ist Kochen. Was isst du? Pilze? Beeren? Kleine Insekten? Ist was? Oder bist du ein Geist? Ich kenne mich mit so Dingen nicht aus. Vielleicht bist du das. Bin ein Geist. Jetzt bräuchten wir hier Astania. Wahrscheinlich bist du das, nicht wahr? Ein Geist dieses Steines, dieser Reben, irgend sowas. Ja. Mein Stamm ist, der wohnt hier. Ein ganzer Stamm von deinen. Ja. Verstehe. Und was? Wem dienst du? Keinem. Bin doch kein Diener. Sehe ich aus wie ein Diener? Jeder dient irgendwem. Ob man es weiß oder nicht. Ich nicht. Und diese ganze Gegend hier? Sie kommt dir nicht sonderbar vor? Mit dir stimmt nicht. Mit dir stimmt etwas nicht. Das spürst du nicht. Das Feuer ist sonderbar. Deswegen gehe ich gucken. Sieht schön aus, ja. Ich meine damit, du bist ein Wesen der Natur, nicht wahr? Spürst du hier in diesem Lande nicht etwas Sonderbares? Etwas Gefährliches? Nein. Du? Ja. Du bist was Gefährliches? Ich, ja. Aber die Dinge, die hier herrschen... Und zieht einen kleinen, so einen ganz mini-kleinen Zweig und hält den so in deine Richtung. Ich bin nicht gefährlich für dich. Nur für meine Feinde. Und er schaut versonnen herunter zu dieser Feuersbrunst. Ach so. Ja, Feinde sind wir ja nicht. Und steckt den Stock wieder weg. Eben. Hast du aber Glück gehabt. Glaube ich auch. Und jetzt? Wird das immer so heiß bleiben und hell? Also wenn es weiter so hell ist, dann kann ich nicht schlafen. Das ist die Sache mit dem Feuer. Es brennt und brennt und brennt, bis es nichts mehr gibt, was es am Leben erhalten könnte. Und dann stirbt es. Eigentlich wie alle Dinge. Das Feuer wird noch eine Weile brennen. Da unten sind viele Dinge, die verbrennen können, von denen es sich ernähren kann. Aber irgendwann geht es aus. Warte, morgen gut. Früh vielleicht. Wenn das jetzt immer so hell sei, dann, wie gesagt, könnte ich nicht weiter schlafen. Und manchmal muss man schlafen. Ich mag schlafen, dann kann man träumen. Wenn es aufhört zu brennen,
dann ist er überall Glut und Asche. Und lange Zeit wird da nichts wachsen, aber irgendwann, da wachsen die Dinge umso besser da unten. Aber das ist noch lange hin. Naja. Kleiner Mann. Es war mir ein Vergnügen. Ja. Kein Mann, Kriegfuhl. Kein Mann. Gut. Es war mir ein Vergnügen. Du bleibst jetzt auch hier sitzen, also auf meinem Stein. Nein. Es gibt einen Ort, wo ich hin muss, weißt du? Es gibt Dinge, die ich tun muss. Ist das weit weg? Ich war noch nie von meinem Hain hier weg. Weißt du? Wenn du Glück bist, bleibst du hier. Ja, wenn das Feuer weg ist, hast du ja gesagt, dann ist da unten ein interessantes Land. Vielleicht gehe ich dann da mal hin. Das kannst du machen, aber sei vorsichtig. Wie gesagt. Ich kann mich schützen. Holt nochmal den Zweig vor. Ja. Das glaube ich dir sogar. Was mag denn da sein? Eine Ratte? Alle möglichen Dinge können da sein. Ein Eichhörnchen? Eine Katze, vielleicht. Ich mag Katzen. Hm. Gute Reittiere. Und Hendrik schaut hinauf in den Himmel. Ja, ich verstehe. Ich verstehe, was du mir sagen willst. Stellt sich so neben dich, guckt nach oben. Mit wem redest du? Man könnte sagen, es ist eine Art Vater für mich. Es ist schwer zu erklären. Jemand, der mich mein ganzes Leben lang gewiesen hat. Der mir gesagt hat, was ich zu tun habe, was ich zu denken habe, für was ich zu sein habe. Ist das nicht ultra anstrengend? Ja, das ist ultra anstrengend. Ich werde schon müde, wenn ich nur darüber nachdenke, aber so ist es nun einmal manchmal. Und jetzt steht er auf. Ich hab dir doch gesagt, jeder hat einen Herrn, ob er will oder nicht. Ich nicht. Und ob man es weiß oder nicht. Was soll das denn jetzt heißen? Jendrik geht ein paar Schritte, dreht er sich nochmal um und lächelt. Nichts. Hey, nicht hier Rätsel aufgeben und dann weglaufen. Aber ist das nicht so? Sonderbare Riesen aus einem fernen Land kommen herbei, sagen sonderbare Sachen, über die dann generationenlang nachgedacht werden muss. So läuft das doch. Viel Erfolg beim Lösen des Rätsels. Was sind Generationen? Jendrik lacht nochmal und geht den Berg hinab. Hey, warte, warte! Was denn noch? Was ist ein Kuss? Hast du eben davon geredet, bevor du in deinem Schlaf gefallen bist? Eine Dummheit. Eine fürchterliche Dummheit. Okay. Merke ich mir. Gut. Merk dir das. Wo gehst du jetzt hin? Nach unten, zu meinen Freunden. An dem Feuer vorbei? Mhm. Am Feuer vorbei. Mehr von deinen komischen Rätselfreunden? Ja, da sind noch mehr von den komischen Rätselfreunden. Manche davon sind so sonderbar, dass ich sie selber nicht verstehe. Ah, soll ich dir helfen, die zu verstehen? Ich bin gut in Rätsel. Ich würde ja sagen, dann komm halt mit, aber ich kann es dir nicht empfehlen. Ich glaube, du bist hier besser aufgehoben. Wenn du wüsstest. Du hast nur Angst, dass ich schneller bin im Rätsel lösen als du. Wieder blickt er zum Himmel. Wirklich jetzt? Wirklich? Ja!
Im Bild. Rinkwohl ist fürchterlich weise. Dann hält er die Hand hin. Na dann. Aber sag nicht, ich habe dich nicht gewarnt. Die kleine Wesenhand schlägt einmal so ein. Stell dich drauf. Du brauchst doch einen Transport. Oder kommst du so herum? Eine Katze. Ich habe keine Katze. Ich habe nur meinen Kopf. Aber ich, warte mal. Er ploppt so in sich zusammen und ist auf einmal verschwunden. Was habe ich mir da? Und dann geht Jandrik los und ist gespannt, was das zu bedeuten hat. Aber die Botschaft, sie war unmissverständlich. Jandrik, geh zurück. Und erreicht pünktlich zum Morgengrauen wieder die Mauern der Stadt. Dort ist immer noch geschäftiges Treiben. Die Leute sind immer noch dabei, die restlichen Flammen des Anwesens zu löschen. Und einige gehen aber auch schon wieder ihrem normalen Tagwerk nach. Was man allerdings auf den Straßen hier jetzt sehen kann, wenn Jandrik durch die Straßen wandert, ist, dass überall Dinge umgestoßen sind und zerstört sind. So Fässer, die am Rand standen, oder irgendwelche Karren, die irgendwie das Rad jetzt gebrochen haben oder so. Er schaut nach Anzeichen von Kämpfen, die vielleicht noch stattfinden, oder irgendwas anderem, was Gefahr bedeuten könnte, aber und hält sich auch eher in den Schatten, eher in den kleineren Gassen, aber ansonsten ist er auf dem Weg zu seinen Freunden, dort, wo er sie vermutet, zumindest in der Wirtschaft. Dann gehst du zurück in die Wirtschaft und findest dort erst einmal niemanden weiter vor. Die Zimmer sind erstmal leer. Er schaut sich um. Ist irgendwas, findet ihr irgendein Anzeichen, irgendein Zeichen, wo sie sein könnten? Du findest einen Zettel von Mora geschrieben. Er nimmt ihn in die Hand, rollt ihn auf und liest. Da steht nicht viel drauf, außer wir haben deine Sachen mitgenommen. Wir sind dort, wo der Bade Anstellung gefunden hat. Und vielleicht, ich denke mal, gerade Jandrik wird sehr aufmerksam diesen Zettel in der Hand wiegen. Und du siehst etwas, was wie mit einer klaren Flüssigkeit darunter gekritzelt ist. Und wenn du es gegens Licht hältst, siehst du etwas, was erst aussieht wie ein kleiner Fleck. Aber es sind eher Trauben darauf gemalt, wie eine Weinrebe und so etwas, was wie ein Fußabdruck aussehen könnte. Ja, Jandrik schaut da drauf und scheint nicht so wirklich zu verstehen, was sie meint, wo der Barde Anstellung gefunden hat. Versucht sich zu erinnern. Setzt sich erstmal. Hier scheint ja keine große Hektik zu sein. Und deswegen schaut er sich erstmal um. Und er blickt aus dem Fenster. Ja, geschäftiges Treiben in den Straßen. Er sucht einen Ort, der eine Weinrebe repräsentieren könnte. Wo in dieser Stadt, was in dieser Stadt hat er gesehen, wo Wein hergestellt wird? Neben der Taverne, in der ihr untergekommen seid, ist ja die
Kälterei, Weicherei, Brauerei. Nah genug dran, aber weit genug weg, damit man nicht sofort entdeckt wird. Das könnte sein. So geht er aus der Wirtschaft heraus und schaut sich da mal bei dieser Kälterei um, erst vorsichtig, ob er das Zeichen sieht, dass da jemand ist. Hier ist gerade relativ wenig los. Erstaunlich wenig, weil er gerade die Stadt wieder erwacht, um dem Tagwerk nachzugehen. Aber irgendwie scheint hier in dieser Weinmeischerei irgendwie sich niemand einzufinden, der hier arbeiten will. So. Das Einzige, was Jandrik sehen kann, ist halt der Schuppen im angrenzenden Gebäude, wo wahrscheinlich etliche Weinfässer oder sowas gelagert werden und die Pressen stehen. Und ja. Spuren, die dahin führen? Im Schneematsch sind tatsächlich Spuren zu sehen, dass hier mindestens zwei Personen durch das große Tor der Scheune gelaufen sind. Na, dann folgt er dieser Spur. Drei Spuren führen dann wieder heraus. Zwei hinein, drei hinaus. Na, schaut erstmal hinein, vorsichtig. Quietschend schiebst du das große Tor auf. Schaust in die Dunkelheit der Scheune. Wer gewöhnen sich deine Augen? Und dann blickst du mit geschultem Blick zwischen die Regale und die Fässer und siehst da eine Person kauernd am Boden zwischen zwei Fässern. Kenne ich die Gestalt? Noch nie gesehen. Okay. Du hörst denn jetzt? Ich komme näher. Die Hand am Schwert. Trittst die Scheune. Siehst jetzt deutlich, dass die Gestalt gefesselt ist. Ja, ich schaue mir die Gestalt an. Ein junger Bursche. Der dich mit aufgerissenen Augen anschaut. Ist geknebelt. Ich knie mich zum Runter. Das Schwert gezogen. Mit der anderen Hand den Knebel herunter, die Waffe nun an seinem Bauch. Psst. Ganz still. Ich mache ihm den Knebel ab. Hinter dir! Hallo, hübscher Mann. Ja, ich fahre herum. Und als ich die Stimme höre, aber zur Show zumindest muss ich kampfbereit sein. Und so stehe ich mit dem Schwert gezogen da und lächle in die Richtung. Mora steht hinter dir, aber sie hat damit gerechnet, dass du vielleicht wild herumfährst. Und da ist noch genug Platz, dass sie der Klinge ausweichen kann. Sie lächelt dich an. Lass ihn gefesselt und naja, der Knebel, dann ist es ruhiger. Was ist hier los? Nichts. Wir retten diesem jungen Burschen das Leben. Ach. Er hat mich gefangen, musste mich befreien. Hilfe! Okay. Sie nimmt den Knebel dir aus der Hand, bückt sich wieder und knebelt ihn wieder. Jetzt sei endlich still. Er wollte sich den Drachengardisten anschließen. Und sein Vater hat etwas dagegen. Und bist du jetzt endlich still? Und sie boxt ihm nochmal zwischen die Rippen. Jandrik tritt einen Schritt zurück und schaut sich die Szene amüsiert an. Eines Tages wirst du froh sein, dass sie das gemacht hat. Ganz ehrlich. Drachengardist, bist du bescheuert? Genau das habe ich auch gesagt und sein Vater auch. Naja. Die sind weggeritten, habe ich gesehen. Mobilmachung, Mobilisierung, keine Ahnung. Jedenfalls reiten sie aus der Stadt. Wohin? Keine Ahnung. Naja, die Katze ist aus dem Sack. Sie werden wissen, dass etwas im Busch ist. Nachdem wir ihnen alles weggebrannt haben. Wo sind die anderen?
Und Mora nickt quasi nach hinten in den hinteren Bereich der Scheune. Also Osko ist dort. Elena bringt die Bürgermeisterin wieder in ihr Büro. In ihr Büro? Wir haben sie wecken können und haben ihr vom Herzog erzählt. Sie wird sich nicht widersetzen, denke ich. Okay. Und es wäre nicht besser, sie über die Grenze zu bringen? Sie wird viele Informationen haben. Ja, aber die wird sie garantiert auch freiwillig herausrücken, so wie ich sie einschätze. Denkst du? Sie ist eine kluge Frau. Eine kluge Frau, die mit dem Bösen paktiert. Wie klug kann sie sein? Sie ist Barbaradianerin durch und durch. Da hast du vollkommen recht. Aber, naja, zumindest scheint es sich nicht auszuschließen, das eine und das andere. Auf alles Weitere müssen wir warten, wenn das Heer hier ist. Ob sie dann überlebt. Und Mora zuckt nur mit den Schultern. Naja, okay. Gut, dann sind alle da, oder? Ja. Astanio hat wieder Probleme mit dem Augenlicht. Ach, kein Wunder. Kein Wunder. Schön, dass du da bist. Ich hatte mich verirrt ein bisschen und ja, war vielleicht gar nicht so schlecht. Ich brauchte ein bisschen Zeit. Ich glaube, das brauchen wir alle irgendwie. Es ist und sie tritt noch ein bisschen näher an dich heran. Weißt du, Osko hat das Ganze gar nicht gut aufgenommen, was passiert ist. Okay, warum? Was macht er? Er macht nichts, aber er macht uns Vorwürfe. Und das auch irgendwie zu Recht, oder? Ich meine, du und Astanio und ich, wir wussten davon, dass wir alles niederbrennen wollen. Wir wussten davon, dass ja den Schwarzbach diesen Abend nicht überleben sollte. Und wir haben damit kalkuliert. Es gab keinen anderen Weg. Das brauchst du mir nicht sagen. Und du und ich und Astanio nehmen diese Schuld und Elena auch irgendwie nehmen diese Schuld auf sich, aber das sind Dinge und Wege, die wir beschreiten. Osko stimmt dann mit nicht überein und ich würde lügen, wenn ich sage, es würde mir gefallen. Glaubst du, mir gefällt's? Nein, aber ich weiß es doch auch nicht. Es gibt kein Maß für solche Zeiten. Aber und sie weiß nicht mehr, was sie sagen soll, zuckt nur mit den Schultern, schüttelt mit dem Kopf. Naja. Wer kann dir ja selbst davon erzählen? Und Jandrik sieht sie an, wie sie da so unsicher steht. Etwas, was er so gar nicht kennt von ihr. Und da fährt seine Hand nach vorne so ganz, ganz automatisch. Er kann es gar nicht ändern und fasst die ihre. Er kann es gar nicht verhindern. Da hat er ihre Hand in seiner. Er steht jetzt viel näher, als er das eigentlich wollte. Und sie lässt es zu, sie wartet und sie drückt seine Hand. Wie um sich zu versichern, dass doch irgendwie alles gut ist. Aber dann wendet sie sich ab, dreht ihm den Rücken zu. Alles los. Komm, wir müssen aufbrechen. Wir müssen hier weg. Ich hoffe, Elena kommt bald zurück. Gut.
Bring mich zu den anderen. Und sie führt ihn nach hinten, hinter den Fässern, wo die anderen sitzen und wartend, wo das ganze Gepäck liegt, auch seins. So ein Blick nach oben. Er wirkt so, als ob er wenig geschlafen hat die Nacht über. Schaut dann in deine Richtung. Hm. Du bist zurück. Gut. Ja. Ich habe ein bisschen Zeit gebraucht, aber jetzt bin ich wieder da. Osgo setzt ein halbgares Lächeln auf. Ja, Zeit brauchen werden wir alle. Aber erst einmal müssen wir schauen, dass wir jetzt hier wegkommen. Die Frage ist, wohin? Das ist eine gute Frage. Was als nächstes? Nun folgen wir der Hauptroute Altbergenbach. Vielleicht auf jeden Fall weiter Richtung Altzoll. Außer wir verfolgen den Plan, immer noch nach Schwarzhöhe zu reisen. Diese Gardisten. Sie sind nach Westen geritten, habe ich gesehen. Nach Westen? Ja, das verstehe ich nicht. Liegt Altzahl nicht am Osten? Ja, richtig. Ja. Also sind sie nicht auf dem Weg, Warnung zu schicken, was wiederum heißt, dass sie das nicht müssen. Das würde bedeuten, der Feind ist längst gewarnt, was wir uns ja auch hätten denken können. Du meinst, sie reiten dem unseren Truppen entgegen? Ja. Mobilmachung. Das heißt, der Krieg ist ausgebrochen. Ja. Entsprechend ist das ja schon auf dem Weg hierher. Das heißt, wir sollten keinerlei Zeit mehr hier verschwenden. Das heißt aber, wir haben zwei verschiedene Möglichkeiten. Wir sind im Rücken dieser Leute. Hm. Aber uns werden weite Truppen entgegenkommen. Darauf baue ich. Wir sollten warten, bis Elena wieder da ist, um das zu besprechen. Aber das wäre eine Möglichkeit. Vielleicht sollten wir so lange rasten, bis sie wieder da ist. Und dann klären wir das. Ich denke auch. Wobei ich so langsam dieses Haus hier nicht mehr sehen kann. Sollten wir uns vielleicht doch zumindest erstmal außerhalb der Stadtmauern begeben, oder? Lass uns noch, wer anders hier findet. Bald sie zurück ist, aber ja, ich glaube, spätestens in ein, zwei Stunden werden hier die ersten Arbeiter hier reinkommen. Aber ich habe den Mann, dem der Schuppen gehört, bezahlt dafür, dass wir hier die Nacht verbringen und auf seinen Sohn aufpassen. Gut, dann warten wir. Und Jandrik schaut noch einmal zu Osgo einen langen Blick. Mehrfach öffnet er den Mund, als wollte er was sagen, aber dann tut er es nicht. Wenn Jandrik anmerkt, dass wir dann hier bleiben werden, wird Osgo sich auch nur wieder hinsetzen, an eines der Fässer lehnen und die Hände in seinen Schoß legen und auf den Boden starren. Versucht ab und zu die Augen zu schließen, einen Gedanken zu fassen, aber starrt einfach nur leer auf den Boden. Gedanken versunken. Osgo hört von hinter sich an dem Fass, von dem du lehnst, ein Geräusch. Ein Maunzen, eine Katze. Es dauert einen Moment, dann zuckt Osgo mit dem Kopf in die Richtung, aus der das Geräusch kam, dreht sein Ohr in die Richtung, probiert zu lauschen. Hat er da gerade richtig gehört? Ein zerlottert wirkender Kater mit einem angebissenen Ohr schaut hinter dem Fass hervor, geregt in deine Augen und fängt dann an zu schnurren. Hm. Osgo flüstert leise. Bist du schon die ganze Zeit hier? Komm,
Komm, Kleiner. Und Oscar würde ihm die Hand hinhalten. Kommt hinter dem Fass hervor und schmiegt sich so an die Hand. Lässt sich streicheln. Wie siehst du denn aus? Warst du in der Nacht auch draußen? Und Oscar versucht, das Fell der Katze glatt zu streichen. Dann ja, ist ziemlich zerzaust. Verfilzt teilweise. Wie ist es dir ergangen, Kleiner? Geht's dir gut soweit? Und Oscar schaut sich die Katze einmal genauer an. Scheint eine Straßenkatze zu sein. Aber gesundheitlich? Wie geht's der Katze? Eigentlich geht's ihr ganz gut. Zumindest wirkt sie ziemlich munter. Bis auf, dass sie ein bisschen verlottert aussieht. Mhm. Das ist auch aus, als hättest du schon viel erlebt, hm? Vielleicht kann ich dir immerhin das Gute hier tun. Und dann fängt auch so an, die Katze so richtig schön zu kraulen. Währenddessen ist Elena auf dem Rückweg bei der Gebäude der Drachengarde vorbeigelaufen. Und du siehst jetzt einige der Stadtgardisten, wie sie ein bisschen ratlos vor dem Gebäude herumstehen. Guten Morgen. Was denn hier los? Ist keiner mehr da von den Gardisten? Nein, überhaupt niemand mehr. Wir waren eigentlich hier eingeteilt, um uns hier zu melden für die Wachdienste, aber jetzt ist der Kommandant nicht mehr da. Ist denn das Gebäude noch auf oder haben sie es abgeschlossen? Ist offen. Drin ist keiner. Ich meine, gestern Abend war einiges los. Ich habe sie. Ja, ja. Ich glaube, sie sind abgerückt. Mobilmachung, ja, ja. Ja. Bin schon froh, dass ich mich nicht verpflichtet habe. Da bin ich bei euch. Naja, ich guck mal, ob ich was finde. Vielleicht hat er euch einen Schrieb hinterlassen. Habt ihr da was gesehen? Ich kann nicht lesen. Okay, na gut, ich gehe mal gucken. Die Lena wird sich an denen vorbei ins Bewegen und gucken, in die Schreibstube schauen. Tisch, gucken, ob sie irgendeinen Schrieb findet. Ja, da hat jemand wahrscheinlich in aller Eile so die nötigsten Sachen alle eingepackt. Und findest dann ein paar Briefe und Austausch mit Altzoll. Unter anderem auch die gleichen Sachen, die Mora bei der Durchsuchung schon mal befunden hatte. Mhm. Aber so was Neueres ist jetzt da nicht mit dabei. Nein. Hm. Schade. Ja, Lena geht dann auch wieder raus. So, ich habe jetzt auch nichts gefunden, nicht mal einen Schrieb. Scheinbar haben sie ihn mitgenommen. Naja. Sonst fragt doch die irgendwas von, dass sie nach Westen müssen. Ah, oh, nach Westen? Okay. Aber ja. Warum haben sie nicht gesagt, oder? Richtung Todeswald. Weiß nicht, warum man dahin sollte. Dina kommt nicht umhin, sich in ein leichtes Lächeln zu kriegt das nicht verkniffen. Naja, aber ihr habt doch sicherlich schon selbst Erfahrung, wie das mit den Wachen ist, oder? Keine Ahnung, selbst... vielleicht ist irgendwas in Neu-Ogrin-Wacht passiert, wo sie eingreifen müssen. Das ist das Einzige, wo ich denke, was passieren sein könnte. Wer weiß. Vielleicht sind die Barbaren da eingefallen oder so. Meint ihr? Die waren doch zuletzt hier. Obwohl, es gibt ja mehrere Clans von denen. Gehen sie dahin, wo weniger Widerstand ist. Ja, das kann natürlich sein. Aber vielleicht fragt ihr die Bürgermeisterin, vielleicht könnt ihr euch weiter mit dem Wachdienst weiterhelfen. Das ist eine gute Idee. Los, Leute, lasst uns zur Bürgermeisterin gehen. Aber belästigt sie nicht so alle auf einmal. Es war, glaube ich, eine harte Nacht für sie. Na, wir sehen uns. Dunkle Mutter zum Gruße. Zum Gruße. Und sie steuert dann zurück zur Lagerhalle. Und irgendwann hört ihr dann auch das Tor quietschen. Ja, Elena seufzt, schaut auf den jungen Mann, der da noch ist. Nickt freundlich und geht dann nach hinten.
durch. Oh, willkommen zurück, Jandrik. Kommt so von hinten, halb hinten. Ah, da ist sie ja. Ja. Alles gut gelaufen? Ja, problemlos. Ist ja keiner mehr da. Die Büttel sind vollkommen ratlos, weil das Heer ja abgezogen ist. Beziehungsweise die Drachengarde. Wohl nach Westen. Ja, ich weiß. Die spekulieren Todeswall oder, na, Ugrinwacht. Ich hab's gesehen. Mhm. Naja, hoffentlich kommt keiner von denen zurück. Kann irgendetwas berichten. Wir denken, dass der Krieg begonnen hat. Ja, das war aber kurz und lang abzusehen. Ich hätte nur gehofft, nicht so schnell. Tja, wen meinte unser Freund doch noch gleich? Jetzt helfe ich euch nicht mehr. Wo hast du einen neuen Freund gefunden, Osko? Ja, gerade eben. Das hat noch gar nicht bemerkt. Jetzt bleibt mir hier kurz kleiner. Jetzt sieht Jandrik erst die Katze. Er war so in Gedanken, hat an die Decke gestarrt, dass es ihm gar nicht aufgefallen ist. Und jetzt sieht er sie und hält inne. Wirklich jetzt? Wo kommt das Vieh her? Ja, was denn? Von da? Okay. Das ist dein Ernst? Ich würde dir noch Flöhe. Das ist wirklich dein Ernst? Fragt Jandrik. Aber er fragt irgendwie nicht Osko, sondern irgendwann anders. Ja. Ich hab dir gesagt, es wird gefährlich. Sehr gefährlich. Na gut, mach, was du willst. Aber ich bin nicht schuld. Osko schaut verwirrt zwischen Moran und Elena hin und her. Elena schaut auch so verwirrt. Und hast du die Katze angeschleppt, Jandrik? Nicht die Katze, eher ihren Reiter. Vergesst es, es ist jetzt nicht wichtig. Was ich sagen wollte, wenn die Armee des Feindes nach Westen reitet, dann bedeutet das, dass wir in ihrem Rücken sind. Das ist eine einmalige Chance. Das ist keine Armee, das waren 20, 30 Mann. Ich habe was von einer Mobilmachung gehört. Das heißt, der Rest kommt dann wohl noch aus Altzahl oder aus den anderen Städten. Oder ist schon auf dem Weg. Ja, also die Armee rückt vor, ja. 20, 30 Mann werden bestimmt nicht alleine gegen den Wall reiten. Sie werden sich irgendwo sammeln. Es sind Drachengardisten. Ja, aber ich gebe dir recht, ja. Das heißt nicht, dass sie Idioten sind. Ja, das stimmt wohl. Aber vielleicht reiten sie nicht nach Westen, um zu kämpfen, sondern um, weiß ich nicht, Bericht zu erstatten. Sie sind nun mal Reiter. Vielleicht sind sie Späher, die vorgeschickt werden. Möglich. Oder es gibt einen Ort, wo sie sich sammeln. Das ist möglich, ja. Aber sehr spekulativ. Neu-Ogrenwacht würde sich dafür anbieten. Idealfall ist Neu-Ogrenwacht schon von unseren Leuten besetzt. Das wissen wir. Was ist mit dem alten Vor? Gräblingen. Wenn das noch steht, vielleicht, ja. Oder erstmal Balderweit und so. Die Spuren sind frisch, wir würden ihnen folgen können. Es ist eine einmalige Gelegenheit, herauszufinden, wo sie sich sammeln. Ist die Frage, ist das unsere Aufgabe oder haben wir was Wichtigeres zu tun? In diesem Augenblick fangen die Glocken wieder an zu läuten von der Stadt. In jedem Fall sollten wir die Stadt jetzt verlassen. Ja. Wenn ihr nach draußen lauft, hört ihr das Rufen. Schließt die Tore, schließt die Tore. Oh, verdammt. Ja, wir beeilen uns, noch rauszukommen. Raus, ja. Und nehmen wir die Pferde mit, kommen wir schneller voran. Ja, in jedem Fall. Wir satteln auf, packen so Sachen so hastig und reiten los. Ja, aufgesattelt ist, denke ich schon. Aber ja, dann. Am Tor ankommen, seht ihr da einige der Stadtgardisten, wie sie das Tor verrammeln. Also ist schon geschlossen. Und man versucht jetzt einiges vor das Tor, also Fässer, Wagen, alles Mögliche davor zu räumen. Gibt es noch einen anderen Ausweg aus dieser Stadt? Es gibt noch einige andere Ausgänge. Dann suchen wir die.
Aber da wird es ähnlich aussehen. Ach. Lass uns mal eine Erfahrung bringen. Man hält euch zwischendurch auf und was wollt ihr? Ihr könnt jetzt nicht raus. Wir wollen die Stadt verlassen. Es geht nicht mehr. Warum? Wir werden angegriffen. Angegriffen von wem? Weiß ich nicht. Da ist ein Heer vor der Stadt. Ein Heer? Ein Heer. Angreifer. In dem Fall müssen wir natürlich helfen. Was können wir tun? Müsst ihr die Bürgermeisterin fragen. Wir sollen erstmal alles verrammeln hier. Gibt es denn irgendwelche Wappen oder Banner, die ihr gesehen habt? Ja, aber die sagen mir alle nichts. Könnt ihr eins beschreiben? Löwe oder so etwas auf einem der Banner? Ja. Ja, ich glaube, ich habe einen Löwen gesehen. Und ein Rabe? Ein Vogel zumindest. Gut. Das ist alles, was wir wissen müssen. Ich würde sagen, wir schauen, dass wir sofort zur Verteidigung der Stadt beitragen. Und die andere hat es plötzlich ganz eilig, hier irgendwie wegzukommen. Ja, Lena ist so ein bisschen tatsächlich ratlos und folgt dann einfach hinterher. In eine Gasse bewegt er sich erstmal, wo man ungestört ist. Kann mir jemand erklären, was hier vorgeht? Und sie blickt zu Jandrik und zu Elena. Das ist doch eindeutig, oder nicht? Sie sind da, der Kampf hat begonnen. Unsere Vorarbeit hat geholfen, sie sind vorgerückt. Und jetzt sind sie hier und wir haben die einmalige Gelegenheit, diesen Kampf schnell ohne so wenig Blutvergießen wie nur irgendwie denkbar zu beenden. Wir müssen nur die verdammten Tore mal wieder aufmachen, darin bin ich gut. Man könnte ja auch gucken. Kann man hier eigentlich irgendwo auf die Mauer und gucken, wer da draußen steht? Welche Armee soll es denn sonst sein? Ich will mich einfach nur vergewissern. Da können wir anbieten, zum Verhandeln rauszureiten. Warum du bist doch ein guter Redner. Warum sollten wir rausreiten zum Verhandeln? Wir sind hier drin und können helfen, die Stadt zu erobern. Genau dafür sind wir hier. Die Bürgermeisterin würde uns die Tore öffnen. Ja, das glaube ich. Dann soll sie das tun. Sollten wir zu ihr? Ja. Also ich möchte aber erst gucken, wer da oben steht. Wo ist hier der nächste Aufgang? Findest du einen Aufgang, kannst du nach oben gehen, ja. Ich würde Lena mal schauen gehen, wer dann da draußen jetzt steht, ob es die Banner... Die meisten Banner sind schwarz-gelb gestreift, mit Streifen von oben nach unten. Sagen die mir was? Das sind die Farben und die Banner vom Haus von Mersingen. Hm. Aber in der Tat auch schwarze Rabenbanner und Löwenbanner und einige Banner, die das Sonnensymbol zeigen. Mhm. Elena kommt wieder runter und nickt. Ja, gut. Das sind. Mit wem hatte die Bürgermeisterin von euch Kontakt? Sie hat mich gesehen, aber sie war halb tot dabei. Sie hat uns alle gesehen. Nein, ja. Ja. Ich würde sagen, wir teilen uns auf. Zwei gehen zur Bürgermeisterin und bringen sie dazu, die Tore zu öffnen. Wenn sie es nicht tut, haben wir einen Alternativplan und zwei von uns öffnen die Tore auf eigene Faust. Das wird nicht nötig sein, aber meinetwegen. Ja. Ich habe ungern alle Murmeln in einem Sack. Ja. Ist in Ordnung. Dann gehe ich zur Bürgermeisterin. Ich komme mit. Gut, dann machen wir zwei begeben wir zu uns zum Tor, Jandrik. Irgendwo in die Schatten und warten ab. Ja. Ja. Auf den richtigen Moment. Viel Erfolg. Wenn ihr euch trennt, versucht die Katze, die Osko die ganze Zeit hinterhergelaufen ist, Jandrik hinterher zu laufen. Geh mit ihm, da ist es sicherer. Katze läuft Jandrik hinterher. Wie du willst, das ist deine Schuld. Wenn du am Ende stirbst oder vom Reittier fällst oder was weiß ich. Ich habe dich gewarnt. Und dann geht Jandrik, los. Mit wem redest du? Kikuk oder wie er heißt, ich habe es vergessen. Das ist eine Katze und da ist ein... Ich erkläre es dir später. Okay.
Naja. Ein Bote der Götter, schätze ich. Oder Segen, sowas. Ich weiß es nicht genau. Okay. Und ja, als wäre das das Normalste von der Welt, läuft weiter in Richtung einer Gasse, von der er gut das Tor beobachten kann. Ja, Elena folgt ihm natürlich. Das Pferd führend. Osko und Morag kommen zum Büro der Bürgermeisterin, die dort irgendwie so eine kleine Empore aufgebaut hat und in der Tat gerade schon zu den Leuten spricht, die sich hier versammelt haben. Und ihr kommt so mitten in der Rede dazu und hört noch so ein paar Redefetzen von wegen, sie werden kommen und wir werden mit ihnen verhandeln. Aber Unterhändler schon gesprochen, die bereits hier sind. Das sind sie. Und Murat tritt ein, tippt sich wieder an den Hut. Leute, genau deswegen drehen sich alle zu dir um. Genau deswegen sind wir hier. Öffnet ihr die Tore? Wir werden die Tore erstmal geschlossen lassen, bis die Sprecher für das Heer hier ankommen und ihre Forderungen stellen. Und dann, wie wir es gestern schon besprochen hatten, werde ich sehen, ob sie nur das Beste für Geisfeld wollen oder nicht. Richtig. Dann wohl erstmal ein wenig Diplomatie. Osko hört so das Gemurmel der Leute. Irgendwie haben sie Drachengardisten verlassen. Irgendwie. Sie haben uns im Stich gelassen. Unmut der Leute. Ja, also Osko würde dazu jetzt erstmal nichts sagen, weil wir stehen quasi gerade außerhalb von der Menge. Jetzt zu einem Einzelnen zu sprechen, wäre aus seiner Sicht irgendwie jetzt gerade irgendwie unsinnig. Aber er nimmt das halt mit auf. Nun gut. Dann blickt Osko die Bürgermeisterin an. Dann warten wir wohl erst einmal hier. Ich bin mir sicher, sie werden zum Verhandlungen bestimmt einen Botenreiter schicken. Davon gehe ich auch aus, ja. Ihr konntet ja nicht verhandeln. Naja, wir haben unser Versprechen gegeben. Ja. Dann folgt mir auf die befestigten Turm am Haupttor. Dort werden wir warten. Gut. Gut. Jandrik und Elena kommen, wo kommen wir, zu welchem Tor wollt ihr hin? Zum Haupttor oder zum Nebentor? Einem der Nebentore. Naja, Haupttor wird wahrscheinlich am stärksten bewacht sein, nehme ich an, stimmt, oder? Stimmt. Ja, also Nebentor. Und deswegen geht eins zurück der Nebentore, aber was nicht ganz so weit weg ist, also dass man dort theoretisch relativ gut eine Armee hineinlenken könnte. Okay. Ein paar Leute, ja. Ja, also es ist in der Tat sehr unterbesetzt hier. Die Drachengardisten haben hier ja quasi fast alles gemacht, was Verteidigung angeht. Es sind nur eine Handvoll Stadtbüttel sichtlich überfordert mit ihren Aufgaben dabei, das Tor zu verrammeln. Dann warten wir ab. Ja. Dann schieben sie irgendwie ein paar Wagen davor und so. Dann steht dann einer von denen, der etwas dicklicher ist, steht dann mit verschränkten Armen davor. Ich glaube, das hält. Sollten wir nicht noch irgendwie ein paar andere Sachen davor räumen? Nein, das... Man sieht auch schon, dass er irgendwie schwitzt und so. Der Schweiß läuft ihm so von der Stirn runter. Wir haben das alles getan, was wir konnten. Weiß ich nicht, was wir jetzt machen sollen. Oben auf die Mauer vielleicht und Speere und Bögen bereitlegen für den Fall, dass sie angreifen. Ja, wir sollten Speere und Bögen bereitlegen. Genau, ja. Wie wär's mit Teer? Hab mal gehört, Teer geht. Teer, was soll das denn sein? Dieses schwarze, klebrige Zeug. Damit mache ich mir noch nicht die Hände schmutzig. Lass das mal. So ein Unsinn. Schwarzes, klebriges Zeug. Was sollen wir denn damit? Hol mal was zu essen. Das wäre vielleicht viel besser.
Jawohl, Hauptmann. Sieht doch gut aus hier. Tritt dann so ein bisschen gegen das Wagenrad. Ja, also Jandrik wird erstmal nichts tun, bis irgendwie klar ist, ob da irgendeine Delegation rausreitet oder sowas. Also wir sind irgendwie vielleicht auf so einem Dach oder sowas, von dem man auch so ein bisschen nach draußen sehen kann und die Situation betrachten. Ja, die Mauer war ja nicht sonderlich hoch. Genau. Mhm. Ja. Das könnt ihr auf jeden Fall machen, ja. Ja, Osko und Mora sind dann am Haupttor irgendwann angekommen mit der Bürgermeisterin in so einem kleinen Turmausguck und seht dann, dass tatsächlich so eine Schar von 3-4 Reitern sich dem Tor nähert mit so einer weißen Fahne. Oh, es ist wohl soweit. Osko wirkt sehr fokussiert, aber auch angespannt. Starrt auf diesen Tross, der jetzt dem Tor entgegenkommt. Wollt ihr rausgehen und euch mit denen unterhalten? Osko schaut kurz zu Mora rüber, würde so fragend nicken. Damit ihr uns in den Rücken fallen könnt? Nein. Mir das nicht lass gestern geklärt? Ich denke auch. Vielleicht ist ein wenig Vertrauen hier ganz angebracht. Bin vieles, aber nicht ehrlos. Na dann, stellen wir das doch mal auf die Probe. Es sei denn, ihr wollt Schlechtes für Geisfeld. Aber ihr habt gestern beteuert, dass ihr das nicht wollt. Das tue ich auch weiterhin. Seht ihr? Vertraue euch. Dann nickt sie und nickt Osko zu. Gut. Schauen wir mal, wer uns erwartet. Ja. Und Osko würde dann vorgehen, die Treppen des Turms herunter. Ja. Mora folgt ihm. Ja. Werdet ihr herausgelassen und lauft dann müsst zu Fuß laufen, weil die Pferde passen da nicht durch. Und lauft dann den Reitern entgegen und ihr erkennt von Weitem schon Estalia und Illurion, die ihr aus dem Heerlager kennt. Und noch ein paar andere, die ihr vom Sehen her kennt, aber jetzt nicht irgendwie einen Namen zuordnen könnt. Wir gehen denen einfach entgegen und lassen sie auf uns zukommen. Ja. Ja, so ein Illurion reitet vor und kommt dann vor euch zum Stehen. Dann Vestalia an seiner Seite nickt euch kurz zu. Seid gegrüßt, Illurion, Vestalia. Sie nickt. Sie nickt wieder und er sagt, Oran zum Gruße. Schön, euch hier zu sehen. Aber ihr seid nur schön zu zweit. Euch. Wo sind die anderen? Die sind noch hinter den Mauern. Wir wurden vorgeschickt. Die sind Bürgermeisterin. Nein. Nicht haben uns gezeigt. Die Bürgermeisterin erwartet euch bereits. Für Verhandlungen. Mit was müssen wir rechnen? Mit einer Frau, die sich um das Wohlergehen ihrer Stadt kümmert und sorgt. Die diesen Ort nicht in Flammen sehen will. Die das Wohl ihres Volkes und ihrer Mitbürger im Sinne hat. Und die nicht weniger und nicht mehr als ein gerechtes Urteil erwartet, sollte man sie anklagen. Sie ist sehr gebildet und sie ist kooperativ und nicht dumm. Und genau so sollte sie auch behandelt werden. Wie sieht es um die Verteidigung aus?
Die Drachengardisten wurden vor kurzem abgezogen. Sie sind nach Westen geritten. Nach Westen? Nach Westen. Kamen sie euch nicht entgegen? Hätten wir sie ja sehen müssen. Auf dem Weg hierher. Ja, hättet ihr. Aber sind keine Drachengardisten begegnet. Mora zuckt nur mit den Schultern. Bist du sicher, dass das keine Falle ist? Dann stehen wir mittendrin. Sicher sein? Nicht wirklich, Jedenfalls sind sie nicht in der Stadt. Ja. Es sind 2-3 Dutzend Büttel in der Stadt und die verriegeln und verrammeln die Tore. Norsold, reite zurück und schwick ein Speer an die Flanken, nicht, dass wir hier irgendwie welche, ein paar Truppen, die uns umgangen haben, in den Rücken bekommen. Jawohl! Einer der Reiter reite zurück. Seid ihr sicher, dass das kein ausgeklügeltes Ding ist? Gänzlich sicher sein ist schwierig, aber wir haben ein Gefallen bei der Bürgermeisterin dieser Stadt gut. Und wir haben sehr intensiv mit ihr darüber gesprochen. Sie ist eine Frau mit Prinzipien, aber sie ist auch eine, so wie ich sie einschätzen würde, die ihr Wort halten wird. Und wenn sie hier Bürgermeisterin ist, muss sie wohl eine Paktiererin oder sowas sein, oder? Sie hat mit der dunklen Mutter nichts am Hut. Gar nichts. Was allerdings der Fall ist, und das würde sie euch auch in einem Gespräch sofort sagen, dass sie Sympathien hat gegenüber der einigen Teilaspekten der Borberat-Lehre. Und wir haben auch sie bereits damit konfrontiert, dass das ein Problem sein könnte. Aber, wie ich bereits sagte, sie hat Prinzipien. Und ihr ist das Wohl dieser Stadt lieber und wichtiger als irgendwelche Lehren. Und wenn sie merkt, dass ihr mit gutem Gewissen hier in die Stadt kommen wollt und keine Terrorherrschaft etablieren wollt oder dergleichen, dann wird sie auch kooperieren. Wenn sie Borberdianerin ist, muss sie auf den Scheiterhaufen. Ruhig, Ukuria. Neben eurem Bekannten taucht ein weiterer in goldene Rüstung gekleideter Reiter auf, den ihr auch kennt, Ukurian Berlingand, der von der Sonnenlegion, der Stanio angeklagt hatte. Mora knickst einmal steif, der Herr von Berlingard. Wir haben der Frau, sollte sie angeklagt werden, eine faire Verhandlung versprochen. In Praios Namen. Ja. Der Götterfürst wird gerecht halten. Wie er es immer tut. Aber wenn sie wirklich mit Borberat unter einem Hut steckt, sehe ich da Finsternis und Schmerz in ihrem Herzen. Jetzt schon, ohne dass ich sie kenne. Und dazu möchte ich sagen, sie hat bereits, falls es zur Anklage kommt, einen Verteidiger, der sich freiwillig gemeldet hat. Sie vor Gericht zu verteidigen. Sein Name ist Astanio Armano zu Janisberg. Und ich bin Zeugin dieser freiwilligen Unterfangenschaft. Sein Blick verfinstert sich. Der Verräter. Ach, wie passend. Guckt. Ich bin ebenso Zeuge dessen. Emotionslos dem Herr von Berlingard entgegen. Nun, dann kehrt zurück und ich werde euch folgen mit Vestalia und wir werden im Namen des Heers sprechen. Sehr gerne. Könnt ihr unsere Sicherheit garantieren? Es gibt keine Garantie, aber ich würde euch mit meinem Leben verteidigen. Wenn ihr zum höchsten Preisstand nicht wieder hier seid, Frau Vestalia, dann greifen wir an. Bei Praios. Ganz ruhig, meint Elurion.
Ihr tut erstmal nichts ohne einen strikten Befehl. In meiner Abwesenheit übertrage ich das Kommando für den Angriff an den Herrn von Ox. So sei es. Und dann trennt sich der Trupp. Während Bestalia und Illuvion mit euch reiten, reitet der Rest wieder zurück. Ja, Mora und Osko geleiten die Bestalia und Illuvion hinein. Illuvion dreht sich dann zu Mora um. Ist Jandrik noch wohlauf? Das ist er. Gut zu hören. Er hat uns bestimmt im Blick. Er hatte so ein schlechtes Gefühl. Gestern Nacht zumindest. Ein paar Nächte vorher auch. Er ist immer so ungestüm. Feuer. Das ist er immer noch. Stalia stupst Illuvion in die Seite. Verzeihung. Konzentrieren uns jetzt auf unsere Aufgabe. Jandrik und Illina können dann vom Dach aus auch sehen, wie Mora und Osko mit den Reitern sprechen und sich dann zwei Reiter und die beiden wieder Richtung Stadt bewegen. Du erkennst zwei schwarz gerüstete Gestalten. Einer auf einem weißen, einem auf einem schwarzen Pferd. Sehe auch, wer die sind? Von dem Dach aus schwer zu erkennen. Auf jeden Fall zwei Golgariten. Zum Glück nicht der Praiot. Ja, das ist gut. Willst du runter? Ja, allerdings lass uns in den Schatten bleiben. Nur zur Sicherheit. Ja, können wir machen. Oder zumindest ich. Wenn es dir nicht so leicht fällt, dann zeige dich. Dann kannst du... Entscheidest du selbst. Ich denke, ich werde denen offen entgegenreiten. Sie quasi auch so als... oder zumindest mit dem Pferd entgegenkommen. Gut. Ich bleibe im Hintergrund nur zur Sicherheit. Ja. Dann bis später. Und Elena wird sich zum Pferd begeben und dem Pferd dann Richtung Haupttor sich bewegen und schauen, wer da hereinkommt, zusammen mit Mora und Osko. Es dauert eine Zeit lang und dann kommen Mora, Osko, die Bürgermeisterin, ein paar Büttel und die zwei Golgariten aus dem Wachturm herausgelaufen Richtung Elena und nehmen die Hauptstraße entlang Richtung Bürgermeisterquartier. Und jetzt erkennt Elena auch Illuvion und Bestalia. Elena wird sie auch dann grüßen und die anderen dann den Blickkontakt aber zu Mora und Osko irgendwie versuchen. Und sich dann auch dem Zug anschließen. Sind ja fast die Besten, die wir hätten erwischen können, sagt sie dann leise zu denen. Mora nickt nur und lächelt aber. Das geht eben so. Kommt ihr irgendwann im Bürgermeisterbüro an und Jandrik kann uns in den Schatten natürlich auch den Tross sehen, wie er Richtung Bürgermeisteramt läuft. Ja, Jandrik folgt ihnen auch, immer verborgen bleibend, so wie er es ja gerne macht. Ich will immer sehen, wo sie sind, aber wer weiß, hier kann es den einen oder anderen Fanatiker geben, der vielleicht auf die Idee kommt, die Gelegenheit nutzen zu wollen. Und genau auf den will ich vorbereitet sein. Ist auf jeden Fall eine knisternde Stimmung.
Ja, und so positioniere ich mich irgendwo, wo ich einschreiten könnte, ungesehen erst einmal und warte. Auf dem Weg passiert nichts und dann betreten sie halt das Gebäude. Und sind damit erstmal außer Sicht von Jandrik, weil... Warten. Du bist ja immerhin auch eine Würdenträgerin als Amazone. In irgendeiner Weise. Ja. Würdenträgerin, das... Ich bin eine einfache Amazone gewesen. Vestalia schaut dich an. Rondras. Vestalia schaut Elina an. Greift dann einen Kohlestift und zeichnet etwas auf ein Papier. Reicht es dir? Okay. Ja, Elina nimmt es entgegen, nickt dankend und schaut sich an, was da drauf steht. Oder was sie drauf gezeichnet hat. Mir wäre es recht, wenn so viele wie möglich von euch dabei sind, weil euch kann ich vertrauen. Elina nickt, dann komme ich mit. Bindet dann das Pferd entsprechend an und folgt dann ins Haus. Illyrian eröffnet dann das Gespräch und meint dann, wir haben nicht viel Zeit zum Reden. Bis die Praios-Scheibe am höchsten steht, müssen wir zumindest ein Signal unseres Wohlaufs zurück zum Heer senden. Ich denke, ihr versteht das. Wir sind gekommen, um die Rabenmark zu befreien und wieder unter die Herrschaft der von Mersings zu stellen. Das wurde mir bereits berichtet. Ich weiß auch schon, dass ihr in guten Absichten kommen wollt. So wurde es mir ebenfalls versichert. Illyrian nickt. Und mir wurde versichert, dass ihr nur das Beste für die Stadt wollt. Und dass ihr leider Kontakt zu den Barbaradianern hattet. Ist das etwas Schlimmes? Vestalia schluckt tief. Nun, es könnte die Leute geben, die das so sehen, ja. Ich denke, ihr seid euch im Klaren darüber, dass zumindest euer Stand hier in der Stadt sollte die Stadt wieder zurückfallen. Dass dieser Stand nicht gehalten werden kann. Mindestens das. Stalia zeigt auf Elina und Illyrian merkt das jetzt, dass sie sich so leicht meldet. Die Sache ist, glaube ich, die, wenn dieser guten Frau, der Bürgermeisterin, der Prozess gemacht wird und dann wird das Dorf zwangsläufig auch sehr wahrscheinlich auch in Protest gehen und das will ja niemand. Da sollte man sie, zumindest des Scheins Willens, nichts gegen euch, Elena Zeit, wendet sich dabei an die Bürgermeisterin, im Amt lassen, auch wenn es einem gewissen Herrn vor den Toren absolut nicht gefallen wird. Aber ich meine, ihr habt die Umgebung hier gesehen. Es ist die Kornkammer dieses Landstriches. Und wenn es niemanden gibt, der da die Hand drauf hat. Wie kann das angehen, dass hier im Winter Feldfrüchte wachsen? Das kann ich erklären. Es ist eine vergessene Anbetungsform der Pereine-Kirche. Eine, könnte sagen, ursprüngliche Form dessen. Es hat etwas mit Humus zu tun. Der Kraft der Erde an sich in Kombination mit der Lage der Stadt. Wenn ihr mit jenen gesprochen habt, die der Zauberkunst mächtig sind, werden sie euch verraten können, dass hier irgendeine Art Energielinie lang fließt. Und Osko schaut dabei das etwas. Das wird Frau Rattel dann ja wohl bestätigen können. Davon gehe ich aus. Und ja. Und diese Magie sorgt dafür, dass hier alles im Winter wächst? In gewisser Weise schon. Allerdings gibt es etwas,
worüber wir bereits, und Osko deutet in dem Fall auf die Bürgermeisterin, im Vorhinein gesprochen haben. Vermutlich auch aufgrund der Vorgeschichte und des Hintergrundes der Stadt sind Dinge passiert im Rahmen dieses Kultes oder den Fernen, was damit zu tun haben, die auch aus meiner Sicht schwierig zu argumentieren sind. Allerdings liegt es nicht in meiner Macht, darüber zu urteilen. Es werden Opfer getätigt. Vielleicht habt ihr auf dem Weg in die Stadt hinein einen der Opferaltäre gesehen, zwischen den Feldern. Und die Kombination aus dem Opfer oder des Opferns für die Kraft Humus mit den Energielinien, wie auch immer diese geartet sind, führt das dazu, dass die Erde selbst Leben hervorbringt. Auch im Winter, ja. Faszinierend. Ja. Deswegen, es hat nichts mit irgendeiner Anbetungsweise der dunklen Mutter oder dergleichen zu tun. Es sind die alten Gegebenheiten. Humus ist Leben. Und genauso wie Pirine führt Humus dazu, den Zyklus des Lebens voranzuschreiten. Es mag einige Aspekte geben, die auch von meiner Herrin mittlerweile anders gesehen werden, aber in seinem Kern ist es der Anbetung der Herrin Pirine sehr ähnlich. Und wie ihr seht, hat es der Stadt Aufschwung gebracht. Wohlstand und volle Mägen. Ja, das kann man sehen. Und wir haben in unseren Gesprächen zuvor auch beteuert, und ich möchte dies noch vor Ihnen kräftigen, dass es am besten so bleiben soll. Nun, wenn wir einer Schlacht aus dem Weg gehen können, werden wir das tun. Ich denke, ihr habt auch schon gesehen da draußen, dass die eigentlichen Verteidiger nicht hier sind. Wir haben also nicht viel Gegenwehr zu leisten, und ich habe auch nicht vor, Bürger in den Tod zu schicken, wo es nicht sein muss. Dann sind wir uns also einig, dass ihr euch ergebt? Wir dachten mehr an eine Koexistenz. Ergeben klingt danach, als ob gewaltbereite Soldaten hier die Stadt übernehmen würden. Aber wir haben eine Art Vereinbarung geschlossen. Ich komme nur darauf an. Schreibt wieder irgendwas auf so einen Zettel, reicht denn Illyrion? Er liest es und meint dann: Politik, Osko. Wir können keinen Bombardianer an der Spitze dieser Stadt lassen. Ich meine, euer Wort in der Götter Ohr, aber ihr wisst, wie das dann aussieht. Und es gibt bestimmt einige Kräfte im Mittelreich, die das gar nicht gern sehen. Nun, Wormacher des Heiliger der Nanduskirche. Wird im ganzen Reich gegen die Nanduskirche vorgegangen? Oder das hat einen Grund, warum die Nanduskirche fast nirgendwo Tempel hat. Und trotzdem existieren sie. Ja, und sie existieren und halten sich bedeckt, was Borberat angeht. Gerade nach dem, was passiert ist in den letzten Jahrzehnten. Und Osko dreht sich zur Bürgermeisterin. Mit Verlaub, wenn ich euch richtig verstanden habe, ist die Bürgermeisterin keine Verfechterin der Person Borberats an sich. Es sind einige Ideen, die ihr durchaus zusagen. Vestalia seufzt einmal laut, fasst sich dann an den Mund, schüttelt dann mit dem Kopf und stößt Illyrian wieder in die Seite. Der nickt ihr dann zu. Ihr wisst schon, wie das klingt in den Ohren eines Prajoten zum Beispiel. Durchaus. Aber wenn dieser Prajot vernunftbegabt ist, wird man mit ihm reden können. Tut mir leid, Osko, du hast noch viel zu wenig mit den Sonnenlegionären zu tun gehabt. Das mag sein. Hast du gesehen, aber ich habe ihr mein Wort gegeben. Gesehen, und was sie mit
Astoni angestellt haben. Das habe ich, ja. Er hatte einen ehrlichen Prozess. Er hat seine Strafe bekommen. Ja. Wird hier nicht so glimpflich ausgehen, aber wie ich bereits sagte, wenn die Bürgermeisterin nicht mehr ist, dann werdet ihr auch die Unterstützung des Dorfes verlieren. Ich denke, dass wir in solchen Zeiten in diesen Landen nun, dass wir von bestimmten Dogmen, dass wir sie überdenken sollten vielleicht. Wie Elena bereits sagte, das Dorf funktioniert nur mit ihr. Und das Heer wird das Dorf auch brauchen. Und wir geben euch unser Wort, genauso wie die Bürgermeisterin das tun wird, dass es keinerlei Gegenwehr geben wird, keinerlei Feindschaft, wenn ihr nicht vorher Feindschaft gegen sie sät. Ich, Bürgermeister, meldet sich wieder zu Wort. Ich bin mir durchaus bewusst, wo unsere Lage ist. Und ich weiß auch, dass nicht alles so passieren kann und nicht alles bleiben kann, wie es einmal war. Das Einzige, was ich fordere, ist, dass den Bürgern dieser Stadt nichts Schlimmes passiert. Dass ihnen ihre Anhängerschaft für die Dunkle Mutter nicht zum Vorwurf gemacht wird, ebenso wie einige Anhänger des Borberat hier immer noch hausen. Ich bin bereit, mein Bürgermeisteramt abzugeben. An jemand anderen, einen Statthalter von mir aus. An jemanden, der weise regieren kann hier. Und so lange Verwaltung üben kann, bis ihr genug Vertrauen habt in die Bürger dieser Stadt, dass sie sich selbst wieder jemanden wählen können, der sie vertreten soll. Aber ja, ich habe ein gutes Standing hier. Ich kenne die Leute kennen mich. Und ich weiß viel, wie hier was läuft. Und wenn ich nicht möchte, dass was passiert hier, dann wird wahrscheinlich sehr viele Leute hier mir zur Seite springen. Das ist jetzt keine Drohung oder so, aber selbst wenn ich es nicht wollen würde, würden mir Leute zur Seite springen. Verstehe, meint Illurien. Oskar übrigens schaut in Richtung der Bürgermeisterin mit leicht geweiteten Augen. Sehr anerkennend. Ist es möglich, einen Stadtverwalter zu bekommen, der kein Priot ist? Vielleicht jemand, der überhaupt nicht zu einer Kirche gehört. Nun, die von Mersings haben engen Kontakt zur Golgarithenorden und Borondria hat verfügt, dass die Statthalter, die eingesetzt werden für die Kirchen, alle dem Golgarithenorden unterstehen, vorerst zumindest. Das heißt, einen Prioten habt ihr nicht zu befürchten. Ein Golgariten. Von der dunklen Mutter in die Hände Borons. Irgendwie eine Tragik lässt sich ablesen. Vielleicht können wir aber etwas drehen. Was meint ihr, Bruder Osko? Könnte euer Perreine-Orden, wenn das hier ein alter Verehrungsort der Perreine ist, was meint ihr, könnte einer eures Ordens vielleicht einen Statthalter stellen? Das denke ich schon. Sei es nun die Perreine-Kirche an sich oder der Orden der drei Schwestern. Ich denke schon, dass es eine Möglichkeit bestünde. Vestalia nickt. Aber ich denke, um genaue Personalfragen zu beantworten, solltet ihr mit Perlan sprechen.
denke aber durchaus, dass es da Möglichkeiten geben wird. Ich glaube, dieser Ort könnte von Interesse sein. Ich glaube, ich weiß schon eine gute Statthalterin, mit der ihr euch ganz gut verstehen würdet. Ich werde Casimine vorschlagen. Osko nickt. Zustimmend. Mal schauen, ob Borondria sich darauf einlässt. Aber wenn wir dafür in einer Schlacht aus dem Weg gehen können, wir werden ein paar Golgariten aus dem Orden hier als Wachgardisten hier lassen, damit alles seine Richtigkeit hat. Dann sind, glaube ich, beide Seiten zufrieden. Ja, das klingt doch gut. Darauf kann ich mich einlassen. Ja, und wir werden natürlich auch irgendwie einen Prozess für die Praioten machen müssen, aber lasst euch sicher sein, wenn ihr Astanio Amano zu Jannisberg als euren Verteidiger schon erwählt habt, nun, der hatte schon Berührung mit den Sonnenlegionären. Und da ihr hier so viel Fürsprecher hier habt, und vielleicht solltet ihr einige Dinge nicht allzu laut benennen, denn wo kein richtiger Anklagespruch, außer ihr seid Borbardianerin ist, da kann auch leicht eine Verurteilung kommen, wenn man nichts Genaues weiß. Ihr wollt, dass ich lüge. Eine Tragik. Nicht die ganze Wahrheit sagen, heißt nicht unbedingt lügen. Das kommt gerade von einer Amazone. Wir beginnen unsere Zusammenarbeit aber nicht mit einer Lüge, oder? Oder einer Unwahrheit. Das müsst ihr für euch entscheiden, wie weit ihr gehen wollt. Niemand zwingt euch zu lügen. Ihr seid nur angehalten, bestimmte Sachen nicht zu erwähnen. Um euretwillen. Um euretwillen. Allein der Vorwurf des Barbarianertums wird euch schon, wird den Sonnenlegionären reichen, um den Strick zu fordern. Einige der Golgariten garantiert auch. Jandrik würde das wahrscheinlich auch fordern. Wenn er könnte. Kommt ein abschätzender Ton von Vestalia, die sich sofort wieder über den Mund fährt. Dann irgendwas auf den Zettel kritzelt. Und Elurion liest den Zettel wieder. Macht so ein Das könnte funktionieren. Jeder im Heer weiß um Jandriks Auftrag inzwischen. Und woher er kommt und welche Vergangenheit er mit den Borbardianern hat. Wenn er die Anklage führt, wird niemand großartig einen Verdacht hegen, dass wir etwas weglassen. Alle werden davon ausgehen, dass es die stärkste Anklage ist, die man machen kann. Weil jeder weiß, wie Jandrik Borbardianer hasst. Das könnte funktionieren. Wir müssen natürlich vorher mit ihm reden, das bereden. Aber ja. Ist er? Soll ich mal gucken, ob ich ihn finde? Ich bin gleich wieder da. Und ja, Elena wird entsprechend rausgehen und mal pfeifen tatsächlich. Ein Pfeifton. So. Und dann umgucken. Ja, ich bin hier. Sorry, entschuldige. Normalerweise pfeift ein lautes ja eher ein Miauen Hund. Von Jandriks Seite. Die Katze hat echt den Narren an dir gefressen. Es wäre ganz gut, wenn du mit reinkommst. Sieht doch nicht so aus, als ob hier noch was passiert. Nee. Schätzt mir auch nicht. Ja, dann dreht er aus den Schatten. Und du bleibst hier. Wie sieht das aus, wenn ich dich mit da reinnehme?
Ja, und dann gehe ich in das Gebäude. Ja, Melina führt ihn entsprechend in das Büro, wo wir dann alle sind. Als Jandrik seinen alten Freund sieht, grinst er aber bei den Ohren. Was führt dich denn hierher? Ich mache hier Urlaub und du störst mich. Urlaub. Ach, ein bisschen ausruhen im dämonischen Paradies. Du weißt doch, wie man das halt so macht. Du hast dich kein bisschen verändert hier in den dunklen Landen. Und Jandrik lächelt, aber die anderen, die ihn besser kennen, wissen, dass das Lächeln nicht zu seinen Augen kommt. Und was haben wir ausgeheckt? Wir brauchen jemanden, der vor dem Heer als erbarmungslos gegen die Führung dieser Stadt auftreten kann. Und der trotzdem weiß, dass wir die Bürgermeisterin nicht verurteilen sollen. Die Anhängerin Borbarats, meinst du, die wir nicht verurteilen sollen? Weißt du, wie schwer dir das fallen würde? Und jeder weiß das im Heer. Was heißt hier, jeder weiß das im Heer? Was weiß das Heer von mir? Nun, diejenigen, die was zu sagen haben, kennen euch. Verstehe. Und jetzt habt ihr euch überlegt, dass ich eine Anklage gegen diese Frau führen soll. Er ist, als wenn es ein Priot tut. Ein Theaterstück. Nenne es Theaterstück oder nenne es Politik. Wenn diese Frau verurteilt wird, wird es zu Widerstand kommen. Ziemlich sicher. Das heißt, es wird Tote geben, die wir vermeiden können. Die Stadt wird in Schutt und Asche gelegt. Das würde ich gern vermeiden. Ich denke, das willst du auch. Hendrik schaut ihn an. Wir haben einiges dafür getan, dass diese Stadt nicht in Schutt und Asche gelegt werden muss. Selbstverständlich will ich das. Aber, und jetzt schaut er zu der Bürgermeisterin. Das heißt nicht, dass ich es euch einfach machen werde, er lächelt. Aber es freut mich, dass ihr wohl auf seid. Ich werde ja auch einen guten Verteidiger haben. Und wer wird das sein? Astanio Amano zu Janisberg. Jetzt ernsthaft, wer wird euch verteidigen? Er hat es mir angeboten. Aufgrund von vom Gespräch mit ihm bin ich erst soweit, die Stadt zu übergeben. Ach, wirklich? Er hat mich überzeugt, dass wir nichts zu befürchten haben. Na, er hat euch immerhin das Leben gerettet. Auch das spielt eine Rolle, ja. Gut, ich mach's. Vistalia stupst den Illurion wieder an. Er nickt nur. Halt dich zurück, Jandrik. Das muss gut ausgehen hier. Wann hast du jemals erlebt, dass etwas, was ich in meine Hände genommen habe, nicht gut ausgegangen wäre? Mach dir keine Sorgen, alles wird gut. Jedes Mal, Jandrik, jedes Mal. Siehst du? Irgendwann muss es. Hier ist kein Saufgelage. Ich weiß.
Hier geht es dann darum, nicht darum, eine Frau zu verführen oder deinen dritten Becher Wein umsonst zu bekommen. Oder ein Dorf zu befreien, gegen eine untote Hexerin zu kämpfen oder diese riesige Villa da hinten niederzubrennen, meinst du das? Du hast keine Ahnung, was wir hier erlebt haben. Du hast keine Ahnung, was wir getan haben. Unterschätze mich nicht, alter Freund. Ich weiß genau, was ich tue. Und sie, der Schatz zu seinen Freunden, wissen genau, was sie tun. Mit Ausnahme Astanio vielleicht, aber dem sind die Götter gewogen. Dann bereitet euch vor. Wir werden zurückkehren zum Heer und werden alles bereit machen. Wir werden den Prozess auf einem Hügel vor der Stadt durchführen. Er sollte auch schnell gehen, weil ich weiß nicht, ob wir so viel Zeit für diese Possenspiele haben. Die anderen werden es euch gesagt haben, diese Drachengarde oder wie sie heißen, sie sind schon auf dem Weg, wo auch immer sie hin sind. Ja, der Feind weiß Bescheid. Aber wir haben sie nicht gesehen auf dem Weg. Ich habe schon etwas Speer ausgeschickt, falls sie uns. Ich habe gesehen, wo sie geritten sind. Ich könnte die Spuren finden oder zumindest jemand hinführen. Du hast dich auf den Prozess vorzubereiten. Wir haben genug Speer im Heer. Na dann, bringen wir es hinter uns. Möge Boron uns beistehen. Möge Boron uns beistehen. Und mögen die das Blutvergießen ein Ende haben. Oh, übrigens, ja. Gute Arbeit mit Neu-Ogrin-Wacht. Die Leute dort waren sehr gewogen. Das hier würde auch nicht so laufen, wären wir nicht fast beim Versuch, das zu erreichen, gestorben. Macht euch also keine Illusionen. Wir haben hier unser Schweiß und unser Blut gelassen. Und das werden wir weiterhin, so bis dieses Land befreit ist. Verstehe. Was habt ihr noch erlebt? Vieles. Ich erzähl's dir bei einem Schlauch Wein. Darauf freue ich mich schon. Bis Stadia boxt ihn wieder in die Seite. Ich meine, wenn alles vorbei ist. Natürlich, wenn alles vorbei ist. Irgendjemand muss sie ja... Naja, du weißt. Deswegen, mein Lieber, bleibe ich immer ungebunden. Frauen sind wunderbar, aber wenn sie einen an der Kandare haben, ganz schlecht. Und dann dreht er sich um und geht raus. Nochmal ein kurzer Blick. Sie drehst sich um und siehst zwischen Moras Beinen die Katze, wie sie dahin schlawenzelt. Ja, er gibt sich auch alle Mühe, zu der Katze zu gucken und nirgendwo anders hin. Grinst nochmal und geht hinaus. Irgendwie. Naja, ihr kennt ihn wahrscheinlich genauso gut wie ich inzwischen. Ein bisschen. Ja, es kommt drauf an. Ach ja. Osko, ich werde deinem Orden Bescheid sagen, wie das mit Kasemine, die Idee. Danke sehr. Ich denke, sie würde da gute Arbeit leisten. Ich denke, sie wird auch froh sein, dass sie, wenn sie hört, dass du noch wohlauf bist. Wir haben einige Male darüber gesprochen. Osko grinst. Grüß dich von mir. Gut. Dann ging das sehr schnell. Wir kehren zurück. Man lässt sie wieder aus der Stadt heraus und wir können von dem Wachturm aus beobachten, wie sie zurückkehren zum Heer. Der sich dann hinter dem Hügel wieder zurückzieht, der Heereszug. Das lief besser als erwartet für den Anfang. Jetzt müssen wir nur noch uns mit Astanio und dir, Jandrik, eine Strategie zurechtlegen, was wer sagt.
Weil die Sache mit den Opfern sollte keinesfalls zur Sprache kommen. Dann ist sie ganz schnell mehr als ein Kopf kürzer. Darüber hatten wir ja schon gesprochen. Ja. Die Abmachung, dass Menschen nicht mehr auf den Altar kommen, hatten wir ja schon getroffen. Ja. Und falls und wir können uns darauf verlassen, dass das auch stimmt? Es wird es. Ja. Es wird ja dann eine andere Gerichtsbarkeit für Mörder geben und andere Täter. Und wenn sie auf freiem Feld geköpft werden, läuft das Blut halt dahin, wo es hinläuft. Aber die, die gestorben sind, die akzeptieren wir einfach so, weil wir diese Frau eben brauchen können. Das ist halt. Sehe ich das richtig? Vorerst ja. Nun, wenn sie so oder so abgesetzt wird und durch einen Golgariten ersetzt, dann ist Vergangenheit Vergangenheit. Wir haben ihr einen fairen Prozess versprochen und hoffen sehr, dass sie nicht stirbt, dass sie nicht ein weiteres Opfer wird. Und sie sagte selbst, das sei ihr Wunsch, sollte sie zum Tode verurteilt werden, so möchte sie geopfert werden, damit ihr Blut ebenfalls in den Boden einsickert. Das passiert ganz bestimmt nicht. Das wird ganz bestimmt nicht passieren. Nein. Deswegen wünsche ich mir, dass die Frau lebt. Ja. Ich habe sie nicht gerettet, damit wir sie jetzt umbringen. Da bin ich völlig eurer Meinung. Ja. Aber wir müssen eine gute Show bieten. Die Brioten werden es nicht zulassen, dass das Ganze zu einfach vonstatten geht. Das heißt, Astanio braucht ein Argument. Eins, mit dem er mich überraschen kann. Überraschen kann. Eines, was so stichhaltig ist, das klar macht, dass wir sie nicht töten können. Und eine Bedrohung, dass ihre Leute uns umbringen werden. Nein. Das ist ganz bestimmt nicht das Richtige. Nein. Nee, das sind ein Dutzend, wenn es hochkommt, waffenfähige Leute hier, die sich mit Mühe und Not nichts gegen eure Leute selber organisiert kriegen. Astanio wendet sich an Jandrik. Nun, sie hat von sich aus angeboten, die Waffen beizulegen. Und sie war Opfer der bösen Menschen hier in Geisfeld. Die Frage ist, warum? Das könnte es sein. Wir haben immer noch nicht herausgefunden, was genau eigentlich los war, oder habt ihr das herausgefunden? Warum wollten die sie töten? Schwarzbach wollte Einfluss auf die Politik, wollte die Stadtgarde unter seine Fittiche. Aber diese Gestalten, sie zu bestechen. Astanio, diese Gestalten, gegen die wir gekämpft haben, die waren mehr als das. Oder nicht? Diese Frau und dieser Echsenmann, was ist mit dem? Das waren die Leute von Schwarzbach, nicht wahr, Mora? Und der Untote? Mora, du kennst Schwarzbach besser als jeder andere hier. Hm. Schwarzbach hatte immer Freunde, auch unter denen die Tote wieder auferwecken können. Und wenn die Bösen die Tote auferwecken hier, sie tot sehen wollten, dann kann sie nicht wirklich verkehrt sein. Das ist auf jeden Fall ein Argument. Sie hatte Feinde auch unter den Nekromanten. Das definitiv. Vielleicht weiß sie aber noch mehr. Wenn sie Wissen hat, das uns noch weiter helfen kann in diesem Krieg, dann wird sie somit wertvoll. Sie hat angeboten, dass sie, dass die Stadt das Heer versorgen wird. Ja. Das ist sehr, sehr viel wert. Sie kann. Sie kennt die. Ich will nicht sagen, sie kennt die Machenschaften, aber sie kennt die Leute und die Menschen. Ja. Und auch die, die außerhalb dieser Stadt Einfluss haben. Und sei es auch nur bei Namen und Rang. Was weiß sie über die Kinder, wisst ihr das? Ich habe nur herausgefunden, dass die Drachengardisten Anweisungen hatten. Anweisungen aus Alzoll, diese Kinder zu suchen und zu finden. Ob sie davon wusste? Nun,
Ich bin da nicht so drin versiert wie ihr, aber in dem Gespräch, was wir mit ihr hatten, und du erinnerst dich, wirkte sie sehr überzeugend darin, dass sie nichts davon wusste. Das ist schade. Weil ihr Leben hin und her, aber wenn wir sie noch etwas benutzen können, um weitere Menschenleben zu retten, dann wäre das gut. Und das wäre etwas, was die Brajoten auch schätzen könnten. Es ist halt, indem wir sie leben lassen, wird das Heer verpflegt, weil die Leute, die sich mit dem Land hier auskennen, am Leben auch aber sich das nicht gegen das herstellen. Alles Vernunftgründe, Elena. Das sind alles Vernunftgründe. Und wir reden hier von religiösen Fanatikern. Man wird von mir erwarten, dass ich nicht in Vernunft spreche. Man wird von mir erwarten, dass ich Genugtuung für sie ist ein Symbol für all das, was hier in den letzten Jahrzehnten passiert ist. Sie ist eine Anhänger Borbarats. Ganz ehrlich, ein kleiner Teil von mir, und so klein ist er gar nicht, würde vielleicht sogar Vergnügen daran empfinden, sie hängen zu sehen oder brennen oder ey, was auch immer die Brajoten mit ihr machen wollen. Ja. Sie ist alles. Sie mag nicht so böse sein wie die anderen, aber das ändert nichts daran, dass sie an den Idealen Borbarats hängt. Er ist schuld an all diesem Verderben hier, oder nicht? Und genauso werden die Braios-Anhänger denken und so wird man erwarten, dass ich diskutiere. Und so muss ich diskutieren, damit ich glaubwürdig sein kann. Ja. Deswegen werden Argumente von wegen, ja, sie können uns ja ernähren, ganz bestimmt nicht helfen. Sie werden sagen, wir können uns selbst ernähren. Wir, das mächtige Mittelreich, brauchen diese kleine Frau und ihr kleines Dorf nicht. Ihre Verbrechen sind mehr wert als ihre Taten, die sie Gutes tun können. Ihre Verbrechen, naja, sie hat auf jeden Fall gesagt, dass sie Borbarat, habe ich das richtig im Kopf, dass sie Borbarat die Lehren mag, sie hat dieses demokratische gemeinsam entscheiden, aber wie Borbarat gehandelt hat, das findet sie halt nicht gut. Alles, was Borbarat getan hat, war schlecht. Alles davon. Alles. Es gibt nichts Gutes. Überhaupt nichts davon. Jan, dieses Monstrum. Wenn alle lesen und schreiben können, ist es doch dieses gut. Monstrum ist in mein Land gezogen, hat meine Familie umgebracht, jeden einzelnen Menschen, den ich kenne. Jeden einzelnen Menschen. Nichts an Borbarat und seinen Lehren ist gut. Und genauso werden die Braios-Anhänger und das Heer, was zuhört, und jeder Einzelne von ihnen denken. Wenn wir so argumentieren, wie du eben argumentiert hast, dann brennt sie. Und wenn du Pech hast, du noch mit. Ich sehe, ich werde mich da ganz am Rand nach hinten stellen und mir den Mund halten, weil, ja, also... Können wir glaubwürdig darstellen, dass sie ein Opfer ist? Und nur zum Erhalt ihres Volkes gehandelt hat. Und nur so gehandelt hat, weil sonst irgendein Nekromant an ihrer Stelle im Namen der dunklen Mutter gehandelt hätte. Und die dunkle Mutter, und Mora blickt sich fast einmal um, über die Schulter zu blicken, die dunkle Mutter ist vielleicht ein wenig schwächer hier als im Rest der östlichen Rabenmark. Weil diese das Frau ist ihr Verdienst, meint Astralio. Richtig. Weil diese Frau die Leute lieber am Leben hält, als sie als Tote durch diese Stadt wandeln sehen zu wollen. Sie hat das kleinere Übel genommen. Und wir müssen irgendwie verständlich argumentieren, dass das kleinere Übel hier die Lehrerin Borbarats waren. Vielleicht sollten wir es nicht so benennen. Aber dass diese Dinge. Und hier ist das Leben, woran sie glaubt. Und es ist nicht das Unleben. Stanio meint, Osko, du warst doch bei diesen Schulungen, die sie im Namen Borbarats hatte abhalten lassen. Was haben die Leute dort gelernt? Nun, sie waren nicht direkt im Namen Borbarats. Es waren Schulungen. Es wurde den Leuten das Lesen beigebracht. Das Schreiben und das Verstehen von Texten, damit sie sich, ja, selber mündig machen können. Ihnen wurde Wissen vermittelt. Nichts weiter. Keinerlei Dämonenpaktiererei. Keinerlei
Doktrin, keinerlei Wissen über den Unzug. Was wir hier in der Rabenmark erlebt haben, alles Schlechte, was es hier in Geisfeld gab, die Paktierer, die Nekromanten, der untote Kämpfer Jandrik, der dich fast getötet hätte, alles war Schwarzbach. Was wäre wohl, wenn sie nicht hier gewesen wäre? Ja, das ist der Weg. So müssen und vielleicht kann ich sie dazu bringen, dass sie öffentlich der Borberath-Kirche abschwört. Das wird sie müssen. Alles andere ist nicht akzeptabel. Das könnte was sie es tatsächlich dann bedeutet retten. Und ob sie an den Lehren weiter festhält, muss niemand wissen. Weil Schulunterricht für Leute ist nicht strafbar. Alles unter einer offiziellen Abkehr von Borberath. Natürlich. Kann weder ich noch die Breuerskirche akzeptieren, das garantiere ich euch. Mir ist auch nicht wohl bei dem Gedanken, dass ein anderer Borberath lebt. Ich habe auch alles durch seine Herrscharen verloren. War auch einiges sie gewonnen. Sie hat gesagt, dass sie die Handlungsweisen Borberaths verurteilt. Und ich denke, das wird sie wiederholen. Das ist sehr wesentlich. Sie hält an den Nandus gefälligen Lehren fest, die er gebracht hat. Wenn sie clever ist, sagt sie das nicht. Laut. Weil dann zerreiße ich sie in der Luft. Wie Oskar schon argumentiert hat, es ist nicht nur Nandus gefällig und sie wird kein menschliches Blut mehr vergießen. Mehr Argumente haben wir nicht und das muss reichen. Bin nicht ganz sicher, ob sie nicht doch noch irgendwas weiß, mit dem sie sich wertvoll machen könnte. Sprich mit ihr. Frag sie. Frag sie. Genau das. Sie ist zugänglich. Ja. Aber Oskar hat mir klar gemacht gestern, und sie auch, dass hier alle schuldig sind irgendwie. Und wir auch, Jandrik, wir beide auch. Das habe ich nie bestritten. Und wir werden auch nicht gerichtet. Noch nicht. Wir werden alle gerichtet. Weißt du das denn nicht? Früher oder später. Reibt sich so über den Rücken. Bei mir eher früher. Na gut, dann versuchen wir es so. Ich werde es dir nicht einfach machen, das weißt du. Ich darf es nicht. Sprich mit ihr. Ich weiß nicht, was sie noch anzubieten hat. Gut. Und sei nicht so hart zu ihr. Sieh sie als aufrechte Frau. Nicht primär als Borberathianerin, auch wenn dir das schwerfällt. Mir fällt es auch schwer, aber... Ich wäre gerne bei der Unterredung dabei. Warum nicht? Ich denke, ihr seid ein gutes... gut zusammen darin, euch gegenseitig davon abzuhalten, dass es eskaliert. Ich habe mein Leben riskiert, um diese Frau zu retten. Ich werde sie ganz bestimmt jetzt nicht töten. Ja. Ja, ja. Gut. Nein. Gut. Und Jandrik würden sich auf den Weg zur Bürgermeisterin machen. Und die empfängt euch, natürlich. Frau Bürgermeisterin, und Mora tippt sich wieder in den Hut, das dann aber Jandrik vorgeht. Weiß nicht, ob ich diesen Titel noch lange hab. Ich weiß, genau, dass ihr ihn nicht mehr lange habt. Nennt mich Erdmute. Mein Name ist Jandrik. Und ich sage es euch gleich. Ich verachte euch und alles, an was ihr glaubt, von ganzem Herzen. Ich werde da draußen ein Theaterstück aufführen, aber ich werde mich nicht besonders anstrengen müssen. Hm.
Nach allem, was aber ich... Aber dafür sind wir nicht hier. Noch nicht. Wir sind hier, um zivilisiert mit euch zu sprechen. Simora blickt noch einmal zu Jandrik. Ja. Hält sich dann aber zurück. Ignoriert sie in dem Moment. Ist ganz auf diese Frau fixiert. Schaut die an. Wir haben eine Idee. Eine Idee, wie ihr vielleicht aus diesem Schlamassel lebendig herauskommt. Astanio wird es am Ende klären müssen, aber ihr müsst es verstehen. Eure einzige Chance ist, dass diese Leute da draußen, und die sind noch viel wütender, als ich es bin, dass diese Leute da draußen davon überzeugt sind, dass hier alles sehr viel schrecklicher wäre, wenn es euch nicht gäbe. Aber... Ich weiß nicht, ob ich so viel Lob verdient habe. Wollt ihr mir jetzt allen Ernstes erzählen, dass ihr da draußen vorhabt, die Wahrheit zu sagen? Ich habe eben schon mal gesagt. Weil dann kann ich gleich mein Schwert nehmen und es euch in die Brust stecken. Dann können wir uns dieses ganze Theater hier sparen. Wir spielen da draußen ein Theaterstück auf, um euer Leben zu retten, weil es für alle Beteiligten besser ist, wenn ihr lebt. Mir gefällt das nicht, aber es ist eben so. Wenn ihr glaubt, da draußen die rechtschaffende was auch immer spielen zu müssen, dann werdet ihr sterben. Ich spiele keine Rechtschaffenheit, bin rechtschaffen. Das ist der Unterschied. Ihr seid eine verdammte Anhänger Borbarats. Und genau als das wird man euch sehen. Und die Rechtschaffen, die ihr euch aufführt, und je mehr ihr tut, als werdet ihr ehrlich und gerecht und gut, umso mehr wird man euch hassen. Ja, ich was werde ja in dem Moment schon wissen. Was sagt das aus, was hier hinkommt? Das spielt keine Rolle. Wir kommen. Oh, das spielt jede Rolle. Ach ja. Es spielt für euch was keine. Meint ihr, zumindest wie lange nicht, wenn ihr das hier nicht überlegt. Was meint ihr, wollt? Wie lange eine Besatzung dieser Stadt funktionieren wird, wenn alle hier denken, dass die Besatzer sie nur unterdrücken? Dass man nicht offen reden kann. Dass man nicht gut sein darf. Nur weil man einen Namen trägt. Warum sollten sie kooperieren, wenn das, was kommt, genauso schlimm ist wie das, was war? Diese Leute, die kommen werden, die haben, und ich muss mich jetzt wirklich zusammenreißen, teilweise alles verloren, ihre Familien, ihr Hab und Gut, ihre Heimat. Sie das werden kommen, auch. Um sich das ist aber egal. Weil wir haben das Schwert in der Hand. Sie werden kommen, um sich das zurückzuholen. Also seid ihr nicht besser als die Nekromanten in Altzoll? Wenn ihr so redet da draußen, dann werdet ihr sterben. Wenn ihr das nicht begreift, dann schweigt lieber und lasst Astanio sprechen. Schweigt und sagt kein Wort. Weil wenn ihr nicht versteht, in welcher Lage ihr seid, wenn ihr nicht versteht, was hier auf dem Spiel steht, dann solltet ihr lieber ein Schweigegelübde aufnehmen. Wenn ihr glaubt, mit Vernunft und Gerechtigkeitsdenken hier irgendwie ein bisschen weiterzukommen, bei Leuten, die euch am liebsten brennen sehen würden, nur weil ihr die Lehren Borbarats auch nur gelesen habt. Wenn ihr glaubt, mit denen könnt ihr vernünftig reden, dann seid ihr vollkommen geistesgestört. Es bestätigt nur das, was ich Astanio heute Nacht schon gesagt habe. Was du mir gerade sagst. Das, was kommt, ist vielleicht sogar schlimmer als das, was war. Das vielleicht kann ich nicht beurteilen. Vielleicht gehe ich lieber aufrecht in den Tod, als allen zu zeigen, dass ich buckle, mich irgendeiner Macht unterwerfe, die mit dem Schwert dasteht und eine Hilflosigkeit ermordet. Also geht es am Ende doch
gar nicht so sehr um die Bürger dieser Stadt, die ihr doch angeblich schützen wollt, sondern in Wahrheit doch nur um euch und eure Lehren. Was kann ich tun? Euer Ego. Was soll ich denn tun? Die Bürger dieser Stadt werden so oder so, egal ob ich lebe oder ob ich sterbe, unterjocht. Mein Leben und mein Tod macht nichts aus. Für die Bürger dieser Stadt. Nichts. Es macht keinen Unterschied. Das ist nicht wahr. Der Unterschied liegt nur in dem, wie sie die Besatzer sehen werden. Astanio Geistern hat gesagt, dass es Leute unter euch gibt, die gnädig sind. Gnade ist etwas, das sie euch nicht zutrauen. Wir sind hier, um dieses Land von dem, was über es gekommen ist, zu befreien. Ja, dafür werden wir kämpfen müssen und dafür werden wir die ein oder andere Gräueltat begehen. Kein Krieg findet ohne sie statt. Keine Befreiung findet ohne sie statt. Das könnt ihr unmöglich glauben. Ihr könnt unmöglich glauben, dass eine Armee mit Waffen immer gerecht ist. Aber wir sind nicht hier, um alle zu bestrafen. Ich stehe hier, um euer Leben zu retten. Und ich habe es schon einmal diese Nacht gerettet. Ich hätte das nicht tun müssen und ich muss auch das hier nicht. Eure Freunde in Altzoll, würden die das für euch tun? Und die sind eure Freunde. Wir sind eure Feinde und wollen euch retten. Freunde habe in Altzoll. Dann denkt mal drüber nach, warum wir das tun. Bestimmt nicht für euch. Für euch tun wir hier gar nichts. Wir tun es, wir wollen euer Leben retten und das der meisten hier, weil es das Richtige ist. Weil es richtig ist, so viel Leben zu bewahren wie möglich. Weil es gut ist. Weil wir nicht gekommen sind, um jeden und alle abzuschlachten. Wir sind gekommen, um diese Perversion zu befreien. So seht ihr das, was auch immer ihr unter Knechtschaft versteht. Aus unserer Sicht ist das, was über dieses Land gekommen ist, die Knechtschaft, von der wir euch befreien wollen. Darüber können wir jetzt Stunden diskutieren. Zugunsten von was? Uns geht es gut hier. Und es soll euch auch weiterhin gut gehen. Solltet ihr abdenken? Ich und die anderen haben diesen Ort zu etwas gemacht. Ein Rückzugspunkt, ein Punkt des Wohlstandes. Ich habe mich mit Schwarzbach und den ganzen Leuten der Drachengarde arrangieren müssen. Ich werde mich auch mit den neuen Besatzern arrangieren. Und nein, ich werde morgen schweigen. Weil ich mich arrangiere. Jandrik. Aber das heißt nicht, dass ihr im Recht seid. Im Gegenteil. Das ist mir völlig egal. Und darüber solltet ihr nachdenken. Es ist mir völlig egal, was ihr denkt, was Recht ist. Ihr könnt das in keiner Weise begreifen, was jemand wie ich unter Gerechtigkeit versteht. Dann maßt euch nicht an zu entscheiden, ob meine Gerechtigkeit die richtige oder die falsche ist. Am Ende entscheiden die Götter. Ist es nicht so? Ja, so ist es. Ich habe ein gutes Gewissen, wenn ich ihnen gegenübertrete. Ist das bei euch auch so? Hendrik, schaut sie an. Presst die Lippen zusammen. Das sagt mehr als jedes Wort. Ich werde nichts sagen, was mich belastet. Das wäre auch besser, denn jedes einzelne Wort, was ihr jetzt gesprochen habt, würde euch in Gefahr bringen. Ich werde euer Leben retten, zum zweiten Mal. Und es wird mir wieder nicht gefallen. Einen schönen Tag. Und dann dreht er sich um und geht raus. Mit dieser Szene verlassen wir die Rabenmark. Für heute.
geht, ne? Ja. Ich kann beide Seiten verdammt gut verstehen. Elena geht es ja nicht anders. Aber die Frau ist halt auch einfach so eine... Das ist die Lehre von Borberat. Aber... Sie ist eine aufgeklärte Neuzeitlerin. Ja, ja. Das ist halt nicht schlecht. Das ist halt so ein... Da kannst du halt nicht gegen ankommen. Ja, es klingt nicht schlecht. Es ist ultra schwer, in einem Fantasy-Mittelalter-Setting, in einem aufgeklärten, also wir, die wir auch aufgeklärt sind, gegen Aufklärung zu argumentieren. Ja, ja, klar. Weil die Götter es so wollen. Das hat Jan ziemlich gut hingekriegt. Ja, es war ziemlicher, es war nicht einfach gerade, ja. Perfekt. Ja. Und nichts anderes ist ja die Bewegung Borberats gewesen. Der hat es natürlich auf die Spitze getrieben, ne? Und hat es missbraucht, aber... Ja. Ja, das ist halt das, was die sehen, dass es halt missbraucht wurde. Und sie sagt halt, missbraucht es halt nicht. Sie nutzt halt einfach das Wort und nimmt so, wie es da steht und setzt es nicht mit Gewalt, sondern mit Gefühl durch. Genau. Dame Hypatia schreibt es auch in den Chats, es sägt an den Grundpfeilern der 12-göttlichen Ordnung. Ja, und das hat sie heute auch gemacht, ja. Da kann sie auch nicht aus ihrer Rolle. Nee. Das ist ihre tiefste Überzeugung. Und das Schlimme daran ist, Astanio teilt dieses naja. Ich schwanke auch mit Elena, wie es ihr dabei geht. Mhm. Ja, manche Argumente von Elena waren heute so, ups, hat sie das wirklich gerade gesagt? Deswegen ist Jandrik ja irgendwann auch ausgetickt. Ja, es war so, Junge, komm runter, ich habe auch alles verloren, aber trotzdem, was willst du der Frau? Sehr, sehr schön. Ja, aber wir haben noch, boah. Jetzt haben wir beim nächsten Mal wieder einen Prozess, wie wir das schon mal hatten, nur diesmal andere Rollen. Ja, ja, witzig. Wir verteidigen eine Borberadianerin. Das definitiv getan werden sollte, ist, wenn dafür Zeit ist, vorher ordentlich, ein bisschen ordentlich Absprache, je nachdem, weil die Charaktere können das ja auch tun. Es machte eine sehr, sehr coole, einen sehr, sehr coolen Bogen heute, die Session. Ja. Mit Jandrik, der mit sich selber hadert am Anfang und Schuld irgendwie nicht ganz gut verarbeitet hat, und hin zu den letzten Worten, wo er sich selber eingestehen muss, in der Argumentation eingestehen muss, dass er mehr Schuld hat als sein Gegenüber, was dem er Schuld zugibt. Er hat es nicht gesagt. Nee, ja. Klar. Also auf die Lippe beißen und das Gesicht, ne, das war. Ja. War ja. Aber die ist auch schon ganz schön selbstgerecht, diese Tante da, ne? Natürlich, also, die ist total selbstgerecht. Einige Aber darf ich mal sagen, wie gut Osko heute Politik gemacht hat? Unter den Augen der Bürgermeisterin? Man muss halt schauen, von wo man argumentiert, ne? Also, ja. Ein bisschen verhandeln kann Osko ja auch. Ja. Und dieses stimmungsvolle Auslassen von... gewissen Details. Von gewissen Menschenopfern, ja. Ja, also Humus, und das ist eigentlich auch Lupereine, und am besten errichten wir hier den Tempel, was so unter den Zeilen gemacht wurde. So. Ja, Moment. So weit jetzt nicht, aber es war halt wichtig, jetzt nicht direkt mit der Tür ins Haus zu feiern. Man muss ja die Basis erstmal schaffen. Aber sehr schön, dass der Prajot mit rein ist. Ja. Und am besten die drei Schwesternorden kommen ja auch alle unter. Ja. Ja. Also. Love and happiness. Das Land braucht ein paar mehr Zageweite hier. Ja. 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 Jedenfalls. Das wäre jetzt super, wenn das halt so quasi drehen, dass da ein Pereine Geweihter oder irgendeiner da halt. Weil ich glaube, mit dem könnte sich die gute Frau halt auch arrangieren. Es ist halt auch echt interessant, dass der militärische Arm immer mit ihr, mit der Bürgermeisterin redet, ne? Also Jandrik als Golgarit, Astanio als militärischer Weißmagier beim letzten Mal, und der eigentlich die gütige Hand der 12-göttlichen Kirche repräsentiert, nämlich Osko, redet da eigentlich nicht groß mit. Wobei er doch so ein paar gute Sachen gebracht hat. Also ne, das war das, was Osko so, da habe ich auch gedacht so, wow, Respekt, Kleider, Respekt. Die Lena hätte das nicht so gut raus, aber deswegen war ich oft still und habe nur so manchmal mich so ein bisschen was reingebracht. Aber reden kann die Lena nicht, sie kann zuhören. Das war eine sehr, sehr geile Session. Alte Riten aus der Zeit der Priesterkaiser, meint Dame Hypatia. Ja, ja, so ähnlich. Archaische, pereine Verehrung. Ja, ist
Ja, tatsächlich so. Ich habe mich da auch eingelesen, das war ja wirklich so. Und wenn das halt nochmal wichtiger geworden wäre, also tatsächlich gibt es sogar eine Art, ich weiß gar nicht mehr genau das rechtstechnische Wort, aber es gab schon mal so einen Präzedenzfall. Also es gibt tatsächlich auch genau das Beispiel hier in Bu, aber nicht hier in der Ostkammer, sondern woanders. Und dann findet sich das Land gerade in einer Renaissance. Stroke? Nee, nicht wirklich. Der Landstrich, den wir hier spielen, ist die Rabenmark, nennt sich das. Die Ostrabenmark speziell. Und dieser Landstrich ist verheert worden durch einen Heerzug der Borberadianer. Also Borberad ist ein mächtiger Heerführer gewesen, der mit allen Erzdämonen einen Pakt hatte und hat einen riesigen Heerzug gegen das Mittelreich geführt und ist dadurch durch die Ostrabenmark durchgezogen. Und hat da das Mittelreich angegriffen, wurde zurückgeschlagen. Aber die Ostrabenmark ist besetzt geblieben durch die Truppen Borberats. Und als Borberat getötet worden ist oder verschwunden ist, man weiß nicht so genau, also als er verloren hat, ist seine machtvolle Krone in verschiedene Splitter zersplittert. Und jeder Splitter steht für einen der Erzdämonen. Und hier in der Ostrabenmark ist Targunitot die Erzdämonen des der bösen Träume und des Untotes, ist Untot, ne? Die vorherrschende Macht. Und so ist dieser Landstrich hier kriegsgezeichnet und die Bevölkerung ist so, die wedeln ihr Fähnchen immer dahin, wo die Besatzer herkommen. Denn vor diesem Herzog war nochmal ein anderer Herzog da, der auch schon da durchgefräst ist. Also die kennen das alles schon. Und sind das gewohnt, dass da Kriege stattfinden und mal die einen, mal die anderen Besatzer da sind. So. Hm. Und eigentlich ist das Reich, was da jetzt erobert gerade ist, nicht sonderlich aufklärerisch, sagen wir mal so. Also generell ist es wenig aufklärerisch in diesem ganzen Setting in Aventurien, weil die 12 Götter halt auch real vorhanden sind. Da ist halt nicht viel Platz für Aufklärung. Aber die Lehren des Borberats sagen halt einfach, die Götter haben nur Macht durch die Gläubigen und wir verhelfen denen zur Macht und die unterjochen uns und nehmen uns diese Vorstellung, also die sagen, ihr müsst glauben, damit sie selber stärker werden und unterdrücken aber das Wissen darum, dass es so ist. Und deswegen können sie nur über uns herrschen. Das ist die Entdeckung, die Borberat gemacht hat. Ob das jetzt richtig ist oder nicht, weiß man nicht. Es ist die Lehre Borberats. Und wir als aufgeklärte Menschen würden irgendwie sagen, ja, hat was, ne? in einer Welt, in der aber die Götter real in der Welt eingreifen, ist das dann vielleicht nochmal einen Ticken anders, ne? Ja. Genau, treu macht dem Motto, der König ist tot, es lebe der König, genau so, ja. Das ist die Ostrabenmark ziemlich gut dargestellt, ja. Und unsere Heldinnen kommen halt alle aus der Westrabenmark, also kämpfen für die Westrabenmark. Und wollen, dass das Land von den Jüngern der Dämonen befreit wird. Kurz zusammengefasst. Aber du kannst dir gerne die letzten Folgen alle noch angucken. Da wird das auch alles ein bisschen deutlicher. Ja. Kannst dir das gerne anhören als Podcast oder als auf YouTube die Folgen alle nachschauen. Hast ein bisschen was zu tun, bis wir in 2 Wochen hoffentlich weiterspielen. Dann auch mit Ozzy als Astanio wieder. Und dann können wir die ganze Verhandlung noch mal hinter uns bringen. Ja. Man kann das schaffen, in 2 Wochen so viele Folgen zu gucken. Ozzy, ich spreche aus Erfahrung. Ozzy freut sich bestimmt, dass er eine Verhandlung führt. Oh ja, ich sehe schon dieses Jandrik. Aber ich fände es ja, auch eben, gegen Jandrik. Oh ja. Da muss definitiv vorher mal mit Ozzy irgendwie noch einiges besprochen werden, quasi, was dann aber auch alle Argumente. Im Background. Das kann so hart in die Hose gehen. Das kann schon schief gehen. Eben deswegen, ihr habt ja die Möglichkeit, jetzt über den Terrest-Tag, bis dass die Verhandlungen am nächsten Morgen stattfinden, euch in Time zu besprechen. Wir müssen das ja nicht on-screen machen. Ja, aber ihr könnt und solltet euch definitiv, wenn ihr da denn Zeit findet, OT absprechen. Also das Schöne ist ja, das Outcome ist ja klar, wie es ausgehen soll. Ne? Also sagte Jandrik gerade Schauspiel. Hm. Und ein Stellvertreterkrieg auf irgendeiner anderen Ebene ist es auch. Vielleicht kann man die Beziehung zwischen den beiden auf diese Weise auch ein bisschen. Es wird spannend auf jeden Fall. Ja. Kippen, ne? Ja.
Deswegen finde also ich Absprache. Also nur für Stroke, der ja neu reinkommt, Jandrik und Astanio haben ein bisschen eine belastete Vergangenheit, sagen wir mal so. Sie sind minimal ein bisschen im Hoffentlich Clinch. Legen die da nicht so viel ich gegen dich rein. Ja, deswegen. Nein, Jandrik doch nicht. Der ist ja immer ganz nüchtern. Und Astanio auch überhaupt nicht. Nee. Überhaupt nicht. Deswegen würde doch niemand irgendwas persönlich nehmen. Nein. Also für den Stroke nochmal, es ist grob geskriptet. Das Abenteuer, was wir spielen, Träume von Tod heißt, das gibt es. Ja. Wurde von mir ein bisschen umgeschrieben. Und wir spielen dieses Abenteuer. Von daher, ja, da ist ein Skript. Die SpielerInnen kennen dieses Abenteuer aber nicht. Sie wissen nicht, was die Agenda ist. Was wir machen, ist vor der Session kurz abzusprechen, worum es in der Session ganz, ganz, ganz grob gehen soll. Also heute irgendwie, dass Jandrik wieder zurückkehrt zu den Leuten, irgendwie mitkriegt, was da passiert und so. Aber Jandrik wusste nichts von der kleinen Gestalt. Jandrik wusste nichts von der Katze, wusste nicht, dass da heute ein Prozess stattfinden soll. Jandrik wusste nicht, dass das herkommt. Das war alles nicht klar. Ja. Alles improvisiert. Das ist alles improvisiert, ja. Genau. Aber ich glaube, er bezieht das auch so ein bisschen auf jetzt den Prozess, der da kommt. Ja, das sollte ein bisschen geskriptet werden, ja. Ja, und das ist aber eigentlich, machen wir sowas nicht vorher, auch zwischen den Spielern nicht. Wir reden nicht darüber, was wir sagen wollen. Also ganz selten, außer wenn wir sagen, wir möchten die und die Szene so und so angehen. Ja. Aber was daraus erwächst und was wir genau sagen werden, ist immer spontan von uns frei in dem Moment erfunden. Ja. Genau, Impro-Theater könnte man sagen. Genau, und auch der Ausgang ist absolut offen. Deswegen können auch Sachen passieren, wo wir dann im Nachhinein, wo die Situation eskaliert, sagen wir mal so. Aber das ist ja gerade die Magie des Ganzen. Das ist ja genau das Besondere an dieser Form des Erzählens. Ja. Genau, und wir nutzen deswegen auch das Spielsystem von Das Schwarze Auge nicht, weil wir das einfach in dieser Art des Spielens und des Erzählens nicht brauchen. Wir vertrauen uns alle so gegenseitig und wir sind auch nicht darauf aus, zu gewinnen und irgendwie Monster zu schlachten oder böse oder so. Hier geht es eher um die Charaktergeschichten und um die Geschichte drumherum. Und der Interesse liegt an allen hier, dass wir diese Geschichte miteinander schleifen und erzählen und erleben. Und dafür braucht man nicht unbedingt Würfel. Wir haben am Anfang angefangen mit Zufallselement von Karten, die kann man auch immer noch benutzen, die laufen im Hintergrund mit. Aber eigentlich nutzt sie kaum einer. Also heute hat sie keiner benutzt. Kennt sonst die Variante, Spielleiter kennt die Story, rein theoretisch könnte durch Entscheidung der Player auch komplett vom Skript weg. Genau, das könnte hier auch passieren. Also wenn ihr irgendwie jetzt sagen, wir schlagen uns auf die Seite der Tagudi-Trot-Anhänger, dann wäre das Abenteuer wahrscheinlich so nicht mehr möglich, aber könnten sie machen, ja. Aber wir sind vor der Session, also bevor wir gestartet haben mit einem klaren Ziel reingegangen. Wir wollen das Abenteuer auch alle erleben und wir wollen auch alle Helden sein, haben wir festgelegt vorher. Und wir wollen nicht die Bösen spielen. Deswegen ist da schon auf jeden Fall auch wieder ein Skriptelement. Also das nennt man Session 0, dass man sich, bevor die eigentliche Spielrunde beginnt, ein bisschen so die Rahmenpunkte setzt, was will man überhaupt erleben, wie soll die Runde sein, was macht uns Spaß und was nicht. Genau das. Genau. Ja, aber cool, dass du daran irgendwie auch Spaß findest, Stroke. Irgendwie schön, dass du hier irgendwie reingekommen bist. Kannst uns ja in 2 Wochen gerne wieder zugucken. Ende Oktober startet auch eine neue DSA-Runde dann auf diesem Kanal, die ein ähnliches freies Erzählen nutzt wie hier, allerdings im Hintergrund ein bisschen noch ein System mitlaufen lässt, was der Marot auch erfunden hat mit nämlich Cinema. Und ich euch auch mal hier, habe ich nämlich schon als Shortcut. Da könnt ihr mal rumgucken, wie das dann da funktioniert. Aber das ist Zukunft. Das kommt Ende Oktober erst. Wir spielen meist im Star Wars-Universum. Auch geil, ja, super cool. Und kann sein, dass gekämpft wird gegen Monster und Gegner. Ja, das kann hier auch sein, ne? Aber da läuft es ein bisschen anders ab. So manche Dinge würfeln wir halt, genau. Meistens, aber am besten dann würfeln, wenn es wirklich drauf ankommt, ob irgendwie, man muss nicht für alles würfeln. Hörst dir einfach an, genau, Eleanor schreibt es gerade,
die letzten Sessions an. Da sind auch einige Kämpfe bei zwischendrin, wie das da abgelaufen ist. So. Macht uns das Spaß, zumindest. Und das ist ja das Wichtigste eigentlich. Ne? Ja, gut. In 2 Wochen geht's dann doch nochmal. Ich hatte irgendwie ein bisschen gehofft, wir machen heute schon Geisfeld fertig, aber ich finde die Sache mit dem Prozess dann doch so cool, dass wir das nochmal in einer Extra-Session machen. Und danach geht's dann hoffentlich auch mal weiter Richtung Altzoll. Das ist dann auch mal was ganz Cooles. Hatte ich die Karte schon mal eingeblendet heute, ja? Hatte ich am Anfang, ja. Okay, gut. Oder hatte ich das nicht? Weiß ich gar nicht. Du hast die Rabenmark. Bitte. Genau, für Stroke auch nochmal vielleicht, dass der es auch nochmal sieht. Gut. Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt. Ich schicke euch nachher jetzt gleich noch irgendwie weiter. Aber während ich raussuche, zu wem ich euch weiterschicke, können die anderen ja mal Werbung machen für ihre Socials und ihre Projekte. Und vielleicht fangen wir da mal bei Marot an. Ja, gerne. Ich habe selber ein kleines Projekt, das heißt rollenhörspiel.de. Da gibt es, glaube ich, Verlinkungen zu. Und letztlich sind das Dinge wie das hier auch, sehr immersive Rollenspielrunden, aber ich mache zwischen, die dann als Hörspiel aufbereitet werden. Ich mache aber auch in letzter Zeit immer mal wieder andere Sachen, wie zum Beispiel ein Regelsystem, wie eben Cinema zu kreieren. Und das Neueste, was ich gemacht habe, da bin ich sehr stolz drauf, ist ein Weltengenerator. Bei mir haben die immer sehr einfache Namen, der heißt Worlds. Und da schaut einfach mal auf meiner Seite, da gibt es alles, was man braucht, um den erstens zu benutzen, um ihn selber weiterzuentwickeln. Und der ermöglicht es innerhalb von einer halben Stunde mit den Spielern oder den Spielerinnen zusammen eine Welt zu bauen und theoretisch dann auch in ihr mit jedem denkbaren Regelwerk zu spielen. Ich bin sehr stolz drauf. Schaut einfach mal rein. Und dann würde ich gerne wissen, was der Kako so treibt. Staffelstab weitergegeben, sehr gut. Ich hatte jetzt Mitte September bis Ende September halt auch Urlaub, deswegen kam da jetzt auch nicht so viel. Aber was ich ja schon mal sagen kann, da ist die Sierra auch mit eingeweiht, da müssen wir nochmal später drüber sprechen. Es wird auch bald mal wieder bei mir eine Rollenspielrunde geben. Mein Content war jetzt sehr, sehr lange sehr Tabletop fokussiert. Ich male Miniaturen auf meinem Twitch-Kanal vor allen Dingen und lade das dann später auf meinem YouTube-Kanal hoch. Da gibt es allerdings auch Rollenspielrunden zu sehen, vor allem von Systemen, die in der Pen and Paper Sphäre gesprochen, ist immer nicht dem Mainstream so entsprechen. Da habe ich zum Beispiel Systeme gespielt wie Mutantia Null, Los Muertos und dergleichen. Bisschen Savage Worlds mit dabei, das heißt, da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Ansonsten, wenn ihr wisst, was ich so spontan mache und zwischendurch, dann könnt ihr wahrscheinlich am ersten Mal einen Instagram-Kanal folgen, der ist ja auch einmal eingeblendet. Instagram, hat aber auch die Sierra. Ja, habe ich, nämlich unter Sierra-Streams. Da bin ich noch am aktivsten. Bin aber eigentlich bei Social Media jetzt sehr ruhig geworden und das bleibt wahrscheinlich auch. Kriegt ihr es da als erstes mit? Manchmal sieht man mich auch beim Kako auf seinem Stream. Wir haben auch wieder gepinselt vor ein paar, jetzt schon wieder 1-2 Wochen. Genau. Aber Instagram hat auch die gute Eleanor. Ja, Instagram, hi, ist tatsächlich so mein Primärkanal, wo ich jetzt auch nochmal wieder ein bisschen Content draufschieben könnte. Aber da findet ihr auch immer die neueste Ankündigung, wann jetzt die nächste Runde stattfindet, wie die nächste Runde heißt oder auch wie es beim letzten Mal, dass es leider ausfällt mit dem Teaser, wie diese Runde heißen wird. Und ja, ich habe tatsächlich auch ein bisschen YouTube. Ich habe nämlich die Folge, die ich, wie einer von euch Zuschauern schon richtig gemacht hat, nachvertont habe, auch könnt ihr auf meinem YouTube-Kanal entsprechend anschauen mit meinen Kommentaren, wo ich dann auch mal wieder pausiere. Es geht eine Weile, aber es ist halt einfach, ja, mal interessant zu sehen. Das war so mein erster Stream. Schaut vorbei. Und ja, sonst. Ja, im Chat habt ihr jetzt auch nochmal von Ozzy, der auch ein bisschen was bei Twitch produziert. Ja, schaut einfach mal in ein voriges YouTube-Video, da könnt ihr dann sehen, was der Ozzy sonst so treibt. Der erklärt euch das nochmal, was er macht. Jude und Koali, wie schaut's bei dir jetzt aus? Hast du schon was gefunden, wo du unsere Zuschauer hinschickst? Ja, habe ich, aber ich muss gerade mal gucken, der Kako hat irgendwie der YouTube-Link klappt nicht zum Kako. Da müssen wir mal dran arbeiten gleich, dass wir einen neuen irgendwie hinkriegen.
Vor ein paar Tagen ging der noch, irgendwie, keine Ahnung, vielleicht ist irgendwie was umgestellt worden bei YouTube, das kann ja manchmal passieren oder so. Ja, also wenn ihr auf meinen YouTube-Kanal kommen wollt, könnt ihr bei mir auch zuerst auf Twitch vorbeischauen, da habe ich nämlich auch in meinen Panels habe ich einen Hyperlink zu YouTube, der funktioniert aktuell. Okay. Ja, und dann schicke ich euch jetzt weiter gleich, nämlich zu Next Quest und die spielen auch irgendwas ganz Lustiges mit Monstern. Haben auch ganz, ganz viele Zuschauer schon. Also das heißt, ihr beginnt, also benehmt euch da in der Masse und grüßt schön von mir. Macht's gut. Tschüss. 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 Ciao. Pasta.